Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wer lügt hier? Ich habe mal wieder Leute zu der Quizshow eingeladen, bei der man alles beantworten kann und nichts wissen muss. Ne? Teilnehmer kriegen Fragen und können dann entscheiden, ob sie die Frage so beantworten oder ob sie einfach auf Cheat drücken und die Antwort sehen. Punkte gibt's abhängig davon, ob andere Leute callen können, ob jemand gecheatet hat oder nicht. Alles mega simpel. Ich habe eingeladen Henke, Kutscher, Baso, Kalle, Bart und Wähler. Das war eine sehr lustige Runde. Jetzt drückt ihr auf Abonnieren und dann habt ihr viel Spaß beim Video. Tschüss. Wir spielen Wer lügt hier? Man muss bei dem Format tatsächlich gar nichts wissen. Ihr kennt es, glaube ich, alle, ne? Ihr wart alle schon mal dabei. Als wäre ich nicht dabei war. Ja. Aber vielleicht haben Leute das noch nicht gesehen, deswegen erkläre ich es ganz kurz. Es ist sehr simpel. Ihr kriegt der Reihe nach Fragen. Fragen sind relativ knackig, sind nicht super leicht. Und ihr müsst diese Fragen beantworten. Fängt zum Beispiel bei Henke an, kriegt eine schwere Frage. Er kann mir die beantworten. Aber wenn ihr Fragen nicht beantworten könnt, habt ihr auf eurem Bildschirm einen Button, da steht Cheat drauf. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr euch die richtige Antwort geben lassen. Twist bei der Sache ist, dass es nicht darum geht, wer Dinge richtig beantwortet, sondern nur darum, dass andere Leute erkennen, wer die richtige Antwort wusste oder wer cheaten musste. Sprich, es gibt keine Punkte für die richtige Antwort. Allerdings gibt es Minuspunkte für die falsche Antwort. Sprich, ihr seid schon angehalten, mir immer eine richtige Antwort zu geben. Entweder weil ihr es wisst oder weil ihr auf Cheat-Button drückt. Und alle anderen Leute, die anderen fünf, müssen rausfinden, wer gecheatet hat und wenn nicht. Und dafür gibt es Punkte. Kriegt immer jeweils einen Punkt für einen richtigen Cheat-Call oder ihr verliert einen Punkt, wenn ihr jemanden falsch eines Cheats bezichtigt. Was? Das ist relativ simpel. Falsche Antwort, minus 3 Punkte. Richtige Antwort, 0 Punkte. Zweite Mechanik, plus 1 Punkt, wenn ihr einen Cheat richtig erkennt, minus 1 Punkt, wenn ihr einen Cheat fälschlicherweise callt. Das alles. Wir gehen der Reihe nach durch, sprich, wir fangen tatsächlich auch bei Henke an. Na? Wähler, Kalle, Baso, Philly, Bart. Und starten, ja. Ich möchte, dass für Wähler die Katze antwortet, weil ich glaube, da kommt mehr bei rum. Hast du gerade gesehen, wie sie da geguckt hat? Warte mal. Komm her. Ja, und ich fand das außerordentlich intellektuell. Die fand das richtig eklig. Ja, man sieht das nicht. Na, egal. Henke! Wie wird die medizinische Fachrichtung genannt, die sich mit Krebs- und Tumorerkrankungen Onkologie. Beschäftigt? Nee, du kannst ja nicht. Er hat gecheatet. Ach so. Ja, gut. Jetzt wollte Chris gerade sagen, dass er schon geantwortet hat, bevor die Option für ihn aufgetaucht und dass er das nicht machen darf. Ne? Und dann hat er schnell aufgehört zu reden, damit wir das nicht rein. Ja, aber das ist eine Sache. Wir natürlich auch, dass er nicht gecheatet hat. Das ist eine Sache, die kann man auch. Nicht jeder ist so schlau wie du, Bart. Ich hätte jetzt Krebskunde gesagt. Gut. Das ist das, was du reininterpretierst, Philipp. Ja. Ich glaube, du weißt ganz genau, dass ich recht habe, deshalb musst du doch gerade so grinsen. Hast nicht. Henke, was hast du nochmal gesagt? Onkologie. Onkologie. Ja. Yeah. Kurze Frage, wie genau sind wir heute wieder, Chris? Ist das eine Auslegungssache von dir? O-N-K-O-L-O-G-I-E. Es ist wie bei jeder Quizshow von mir, Philipp. Ich entscheide einfach, wie ich Bock habe. Auch gibt keine Regeln außer meine eigenen. Perfekt. So sind was gewohnt. Ja. Ich glaube dem Henkmann, der weiß das, der ist nämlich ein guter Mann. Ja, genau. Das kam aber wirklich aus der Pistole geschossen, ne? Er hat studiert. Witzigerweise wirklich. Echt? Wirklich? Nein. Bist du Arzt? Ich hätte es dir zugetraut. Du mit so einem Kittel, Alter, ich würde es sehen. Ja. Digga, Kutsch, ich habe nicht mal Abitur. Na und? Brauchst du doch nicht für Arzt, Mann. Machst du so Quereinsteigermäßig immer? Ja, einfach ist nicht so Postel oder so, der hat auch einfach drauf geschissen, oder nicht? So. Ja, ich war ja Hochstapler. Lange Zeit eine Psychiatrie in Tübingen geführt. Geführt? Okay, also das ist jetzt dann im Endeffekt so ein kleiner Test. Ich nehme an, ihr sagt alle, dass nicht gecheatet wurde. Richtig. Ich würde es ihm zutrauen, ja. Dann logge ich das einmal ein. Na, Onkologie ist nämlich absolut richtig. Und gecheatet wurde nicht. Überraschung. Das ist laut gewesen. Und damit würde ich euch jetzt nochmal anhalten, zu warten, bis die Frage angezeigt wird. Können wir nochmal von vorne anfangen? Vorlesen. Nein. Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Hast recht, sorry. Hast recht. Das heißt, ihr kriegt alle nichts. Stark. Ihr kriegt alle nichts. Bringt ja auch dir nichts, Henke. Weil du willst ja, dass die Leute sagen, dass du gecheatet hast, damit die Punkte verlieren. Warte, Frage nochmal. Frage, ja. Hab eine Frage. Ja, Hätte ich jetzt gedrückt, ich cheate. Und alle hätten jetzt gesagt. Hey, wäre nichts passiert? Nee. Dann. Dann hätten alle ja einen Punkt gekriegt. Außer du. Naja, aber wenn ich jetzt gecheatet hätte und die anderen hätten jetzt gedacht, ah nee, der hat niemals gecheatet. Nee. Hey, auch keine Punkte gekriegt. Kannst, wenn du gar nichts machst, kannst du auch keine Punkte verlieren. Dann du kannst nur Punkte kriegen oder verlieren, wenn du einen Cheat callst. Dann habe ich keine Frage.
Ja, sehr gut. Dann doch nicht. Halt, stopp! Kurze Erinnerung daran, dass man diesen Kanal auch abonnieren kann, wenn man den Content gerne guckt und einem Wer lügt hier gefällt. Überlegt doch mal. Okay, dann gehen wir bei, oder machen wir bei Vayla weiter. Oh, nee. Vayla. Oh. Wodurch erhält die Gewürzmischung Curry seine intensive gelbe Farbe? Also durch Curry. Das gibt Sinn irgendwo, ja. Das ist schon richtig. Also das ist Curry ist die, ja, ist ja die Gewürzmischung. Das ist ja das Curry und das mit Kurkuma so. Hm. Ja. Aber du hast jetzt Curry gesagt, ne? Richtig. Also das ist ja die Gewürzmischung Curry, heißt ja Gewürzmischung Curry. Und die hat die Farbe, also es ist ja Curry vom Kurkuma. Ah. Ist das deine Antwort, Vayla? Kurkuma? Ja. Yeah. Ich hab den Button nicht, dass ich drücken kann, ob sie gecheatet hat oder nicht. Dann musst du vielleicht einmal F5 drücken, Henke. Ja, weiß ich nicht. Ah ja. Ich kann mir da vorstellen, dass das jetzt auch hier für dich... Also, Vayla war letztes Mal schon so ein bisschen gerissen. Ja, da war die so ein letztes Mal ein bisschen gerissen. Die hat keine Ahnung, die hat keinen Plan. Ich bin ganz bei Henke. Ey, da ist wirklich tote Hose da oben, wirklich. Ich glaube, sie hat extra so nur Curry gesagt. Und hatten wir die Frage nicht sogar schon mal gefühlt? Nee, ich weiß gar nicht. Das weiß sie nicht. Wer hätte es denn von euch gewusst? Bei mir ist Kurkuma auch so in den Kopf geschossen, aber ich hätte es nicht gewusst, tatsächlich. Aber Moment, sie hat ja Curry gesagt, oder nicht? Ja, aber das ist, kann auch alles so ein bisschen Setup gewesen sein, ne? Da muss man jetzt auch feinfühlig sein, Kalle. Ja. Ich glaube, sie verarscht uns. Ich glaube auch, aber ich würde sie auch zutrauen, dass sie es weiß. Wir kriegen auch Minuspunkte, wenn wir es verkacken, ne? Ja. Ja, wenn du Cheat callst und sie hat nicht gecheatet, dann... Ja, sie hat gecheatet. Du kannst mich ja sonst auch fragen, so. Ja, hast du gecheatet? Heb mal deine linke Hand, wenn du gecheatet hast. Wo ist links von dir? Ich trau dem Braten auch nicht, ich sag Cheat. Oh, lassen sich jetzt alle überreden und am Ende kriegen wir alle Minuspunkte? Ich glaube, sie will uns in den Finger regeln. Ich glaube, sie hat so getan, als hätte sie nee, es nicht so lost ist niemand. Gewürzkonnoisseur. Kochst du gerne, Vayla? Natürlich, ich koche jeden Tag und ich bin einfach Gewürzkonnoisseur. Am Arsch, die Räuber, die kocht gar nichts. Fick dich, Henk, ich hab aufgepasst. Allein heute bei der Instagram-Story, dass ich gekocht habe. Ich meine, ich habe davon Durchfall bekommen, aber alles gut. Und dann siehst du. Vielleicht hast du ja sehr scharf jetzt gekocht, weil du ein Curry gekocht hast. Davon Durchfall. Kann ja auch richtig sein, ne? Ich sag falsch Geld. Kompletter Quatsch. Ihr hattet auf jeden Fall lang genug Zeit, um Cheats einzuloggen. Ich mach das mal fix. 3, 2, 1. Linda trusted also. Linda vertraut. Linda denkt vielleicht, Vayla ist eine Frau, deswegen kennt sie sich mit Kochen aus. Das ist sexistisch. Wow. Okay. Kennst du den? Ich mach nur Spaß. Warum dürft ihr alle schütteln? Bei mir ist sofort so. Ich werde das nicht. Du bist der Quizmaster, du musst mit Vorsicht vom Rand gehen. Okay, ich bin neutral. Wer weiß. Typisch. Ja, also Kurkuma ist auf jeden Fall richtig. Kurkuma ist auf jeden Fall richtig, Leute. Starke Antwort auf jeden Fall. Die Frage ist ja aber nicht, ob es richtig ist oder nicht, sondern ob du gecheatet hast oder nicht. Ja. Was hast du denn heute gekocht? Ich habe gekocht so ein gutes Rindsfleisch in einer Pilzrahmsoße und ich habe tatsächlich das Gewürz Paprika und Curry benutzt. Mhm. Aber du wusstest du, dass im Curry Kurkuma drin ist? Nee, guck mal, also ich wollte eigentlich auf Cheat verwenden drücken, weil ich mir nicht sicher war, ob jetzt Curry jetzt irgendeine Wurzel ist oder so. Und dann dachte ich mir, dann habe ich aus Versehen auf Cheat nicht verwenden geklickt und dachte mir, fuck, was mache ich jetzt? Ja, wird schon Kurkuma sein. Also war jetzt, ja. Bading! Wusste ich. Ihr liegt da alle falsch. Nee. Es wurde nicht gecheatet. Der ist so gelegen. Der ist nicht, Henke. Es wurde nicht gecheatet. Stimmt, habe ich ja voll vergessen. Ihr habt nicht nur einen Cheat-Button, ihr habt auch einen Cheat-Nicht-Verwenden-Button. Und ihr drückt erst auf irgendwas drauf und gebt mir dann eine Antwort. Ja. Ja. Achso, wir müssen erst drücken und dann... Erst drücken und dann eine Antwort geben, ja. Okay, das heißt, wir müssen ja immer was drücken, das ist ja ihr schon mal gut. Ihr müsst immer was drücken, das haben wir gemacht, damit ihr halt immer drücken müsst. Immer nicht hier so, Richtig, damit du nicht den hier machst. Ja, das ist smart. Ja. Das wollte ich mich eigentlich machen. Schade. Vayla nicht dumm, auf einmal. Katsching.
Minus ja, eins. Sammelt alle Minuspunkte. Nicht minus eins. Ja, ich komme aus Lane. Ihr sammelt alle Minuspunkte, ja. Außer Linda, die hat vertraut und wird belohnt. Oder zumindest nicht bestraft. Hab mich nicht abgeholt. Kale Kalito Kuschinski. Baba Kale. Baba Kale. Baba Kale. Frage für dich. In welcher Stadt finden alljährlich die internationalen Filmfestspiele statt? Das weiß er. Jetzt wird er so, das ist so einfach. Muss da ein weiß er das. Oh, ich muss jetzt ein bisschen überlegen, gerade so fällt es mir nicht auf einmal ein. Ja, das ist natürlich... Vielleicht hast du ja auch schon mal einen Film geguckt. Also Filme habe ich ja schon mal gesehen. Hm. Und es ist natürlich Berlin. Ne? Das ist ja die Berlinale, ne? Genau. Die Berlinale. Das ist deine finale Antwort. Die Berlin. Internationale Berlinale. Berlin, okay, ja, Berlin. Okay. Berlin. Ja. Berlin. Mhm. Was hat es mit dieser Berlinale zu, auf sich? Nicht Filmfest, aber ich glaube nicht das Internationale. Also ich würde da halt ganz klar callen, dass es nicht gecheatet ist. Also ganz kurz, sorry. Weißt, sind wir alle on the same page? Ja, wir sind alle on the same page. Bin ich dumm oder soll man eigentlich mal kann oder nicht? Ich frag mich auch gerade, ob ich dachte auch, dass der kann. Ja, kann. Ja, ich dachte auch, wenn kann. Das kann sein. Da bin ich mir relativ sicher, dass kann er nicht gecheatet hat. Nee. Außer hat uns jetzt an der Nase rumgeführt und es ist bei dem. Das kann auch sein. Seid ihr euch alle sicher oder verarscht ihr? International. Oh, shit. Ja, gut, vielleicht habe ich die Frage nicht ganz gelesen. Ja, ey. Aufgabenstellung immer lesen. Richtig, und, ja, richtig. Ihr seid euch alle sicher, dass Kalle nicht gecheatet hat? Ich lock das einmal ein. Ja. Berlin, Berlinale ist auf jeden Fall auch ein Ding. Mhm. Aber nicht das, was hier gesucht wurde, Kalle. Ich dachte so, ich mache euch richtig nass jetzt, aber ja. Dann habe ich aber die Frage falsch gelesen. Berlin ist falsch, es ist Kann. Aber ich kann jetzt nicht, ich habe jetzt nichts verloren, oder? Verliere ich jetzt was? Nee, du kriegst richtig auf Schnauze jetzt. Okay. Minus 5 oder so, ne? Minus 3. Er hat nicht gecheatet immerhin, aber du kriegst minus 3 Punkte. Ich krieg minus 3? Boah, minus 3. Das tut weh. Falsche Antwort ist halt, also Antworten ohne zu cheaten ist richtig. Ist, man muss sich wirklich sicher sein, dass man es weiß. Wenn man nicht cheatet, dann ist es ein Risiko so hoch. Also das Ding ist halt, Les, ich kann halt auch nicht lügen. Kannst du dich nächstes Mal zu einem anderen Ding einladen? Kann ich jetzt gehen und... Leute, so Among Us, wer lügt hier? Ich mach halt nur Dinge mit Lügen, ne? Ich roll das von hinten nochmal auf das Feld hier, kein Problem. Richtig. Ja, das ist easy. Die anderen. Die, aber wenn man richtig ist, dann kriegt man doch auch plus 3, oder? Also wenn man einen Cheat gecallt hat. Achso, nee, plus 1. Alles klar, danke. Ich glaube, man kriegt doch Punkte für jeden, den man hinter das Licht geführt hat. Richtig, richtig. Nee. Hä? Wofür kriegt man Punkte überhaupt? Du kriegst Punkte, wenn du. Also ich. Aber einen. Ganz, nicht dabei. Ganz einfach nochmal. Ihr kriegt nur Punkte, wenn ihr einen Cheat richtig callt. Und zwar einen. Das alles. Oh. Ansonsten kriegt ihr keine Punkte. Bei Wer lügt, geht es im Endeffekt darum, am wenigsten Minuspunkte zu haben. Achso, ja, dann will ich hier voll Kalle noch weiterhin. Okay, meine Frage bitte, danke. Ich wollte so die Situation retten, aber irgendwie... Ja, alles gut. Ja. Ist, ja. Okay. Ist ein langer Tag gewesen schon. Ja, voll. Alles klar. Linda. Ja. Deine Frage. Ja. Welchen Namen trägt Pippi Langstrumpfs Äffchen? Jetzt erinnere dich an unser Rollenspiel bei dem Spendenstream. Das war in der Lore. Ich muss kurz überlegen. Natürlich. Junge. Ich überlege gerade, wie das Pferd heißt. Ich war lustigerweise im Kindergarten mal zum Fasching Pippi Langstrumpf. Ich habe das geguckt auch damals. Ich kriege gerade wieder der Spezial bei dem Paper. Das war ein guter Abend, heißt... Jo. Was heißt denn das Pferd? Nicht John Pferdeschwanz. Bist du dir sicher? Ich komme nicht mehr drauf, wie das Pferd heißt, aber ich glaube, der Affe hieß irgendwas mit so Herr Nilsson oder Sir Nilsson oder so. Ja, willst du dich für eine Antwort entscheiden? Also Sir macht keinen Sinn, weil zumindest wenn es auf Deutsch ist. Sage, der heißt oder der hieß Herr Nilsson.
Na, die playt uns gerade. Die playt uns. Herr Nilsson. Ja, sie ja, ich freue mich, hey. Der heißt Anna oder Anne oder so. Da kannst du dich erinnern. Ja, ich habe das damals geguckt, aber ich muss gerade überlegen, ob ich das noch zusammenkriege. Ich glaub, wie viel macht 2x3? 2x3 macht 6. Und 3 macht 9. Ich habe das wirklich geguckt. Aber wie kann man sich an den Namen von der Freundin nicht an den Namen vom Pferd erinnern? Chat, ich sehe das mit den internationalen Filmfestspielen. Oh. Klamüsert euch mal im Chat gerade aus, ob das, war so ein weißes mit so das wirklich die internationalen Plätzen? Filmfestspiele sind oder nicht. Ich kenn das. Weil eigentlich weiß man ja, dass die internationalen Filmfestspiele in Cannes sind oder nicht. Aber ich gucke mir das gerne mal an. Die gesagt, weiß das, die weiß ja, das. Aber sie hat gesagt, das Pferd heißt ja Nilsson, aber es geht ja nicht. Nee. Sie hat gesagt, der Affe heißt. Ich war so, oh, genau. Wie heißt denn das Pferd? Weil ich weiß, die hat ja so ein weißes Pferd mit schwarzen Flecken. Und dann hatte die so einen Affen. Und dann hatte die so eine Freundin und so einen Freund. Und die hat alleine in ihrem Haus gewohnt. Aber dieses zuerst Sir Nilsson und das macht ja im Deutschen keinen Sinn. Ja, Herr Nilsson. Ich glaube, die versucht uns zu manipulieren, ja. Wie hieß denn das Pferd? Kleiner Onkel. Ja, genau. Siehst du, die hatte so lustige Namen, so kleiner Onkel, Herr Nilsson, Sir. Lütten Onkel. Onkel Lütt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich an den Namen der Freundin erinnerst, aber nicht an den Namen von dem Affen. Ja, ich muss halt kurz überlegen. Ich habe das nicht gesehen. Ich sehe dieses Sir Nilsson. Ja, der wurde ja damals im Buch auch von der Queen tatsächlich zum Ritter geschlagen. Also der ist tatsächlich auch Sir. Okay, das weiß ich nicht. Alter, wieso weißt du sowas? Weil es Quatsch ist. Okay, ich muss aufhören zu reden. Das macht gar keinen Sinn mehr, ey, ohne Scheiß. Ich weiß es nicht. Es tut sich relativ wenig. Ja, deine Antwort war Herr Nilsson, richtig? Ja, Herr Nilsson. Aber das habe ich erfunden. Ich locke Cheats ein in 3 Sekunden. 2. Ich lob das. 1. Ist eingeloggt. Herr Nilsson. Mir nimmt es Schwarze, ist natürlich absolut richtig. Sagt man in Schwarze? Ja, ne? Ja. Ja. Anders als Lindas Pipi Langstrumpf-Wissen war nämlich absolut ercheatet. Sie hatte keine Ahnung. Wow. Echt, Dax. Ja. Jesus Christ. Woher wusstest du, wie die Freundin heißt? Weil ich das geguckt habe, aber ich bin nicht auf den Affennamen gekommen. Die heißt, aber die übrigens hat auch gar nicht Anne, die heißt Annika. Die heißt Annika. Die heißt ja. Nicht Anne. Tommy und Annika. Ja, klar. Ja. Anne, Annika, Anne. Anni, Anne. Anne, sie hat Anna. Auf Türkisch geguckt. Anne. Zwei Dinge, ja. Linda. Ernst, Linda, das ist verrückt. Nee, es hat niemand draufgedrückt, sprich, es passiert nichts. Zwei Dinge, Linda. Kannst du vielleicht bei dir mal den Mikrofon-Gain noch ein bisschen hochschieben, weil du bist sehr leise im Vergleich zu den anderen. Geht das? Nein. Ja, okay. Und ich werde von meinem Chat kaputt geflamed gerade. Und ich sehe das auch. Die Berlinale wird tatsächlich auch bezeichnet als die internationalen Filmfestspiele Berlin. Oh. Na, es gibt kein Patent auf internationale Filmfestspiele. So. Und Berlinale ist auch, das sind auch internationale Filmfestspiele. Sprich, ja, dann gibt dem Kalle die Punkte wieder. Ich muss dem Kalle leider die 3 Punkte wieder zurückgeben. Das ist ein Fehler in der Fragestellung gewesen. Wusste ich doch. Ja. Aber was wäre denn die richtige Frage gewesen, wenn es Cannes ist? Das größte internationale Filmfestspiel. Die größte internationale Filmfestspiele wahrscheinlich. So, danke, Blessed Chat. Bei mir hat keiner gemeckert. Bei mir haben Leute gemeckert und check ich auch. Es sind die internationalen Filmfestspiele Berlin. Das ist der Name von der Berlinale, sprich. Na gut. Kann ich dir logischerweise keine Punkte für abziehen. War ein Fehler in der Frage. Philipp! Ja, jetzt kommt wieder, wer war Nobelpreisträger für Astronomie im Jahre 2002, weißt du? 2002. Ja, könnte sein. Ne? Das willst, das willst du auch hören. Nee, du kriegst eine Frage. Themengebiet Schach. Jawohl. Der spezielle Spielzug im Schach, in dem König und Turm derselben Farbe interagieren, wird wie genannt? Das war es ja zu 100%. Das weiß ich sogar, ich kann Problemchen, nicht mal schaffen. Dass ich letztes Mal schon eine scheiß Schachfrage hatte und da war es irgendwas, irgendein komisches Bauernöffnungsmanöver und ich hatte keine Ahnung. Hat nicht auch irgendjemand immer die Fußballfragen? Wer war das noch? Wenn ich Fußball kriege, bin ich raus direkt. Immer mit dem Fußball war. Ah, okay. Ja, perfekt. Der spezielle Spielzug im Schach, in dem König und Turm derselben Farbe interagieren, wird wie genannt? Das wenn du den benennen müsstest, wie würdest du ihn benennen? Ja, ich kenne einen einzigen Move im Schach. Und das ist, wenn der König und der Turm derselben Farbe interagieren. Das ist die Rochade, natürlich.
Das ist die Rochade natürlich. Du dreckiger Billy. Ihr macht mich halt fertig heute. Ich bin mir so sicher, dass das weiß. Aber ich will jetzt, ich habe schon zweimal miscalled, deswegen ich sag. Ich sag, der weiß sowas. Ja, eigentlich, aber eigentlich es müsste war er richtig, wissen. Richtig gut, dass er gerade so diese Pause gemacht hat. Ich kenne einen Move und der ist, so als würde er raufklicken, ja natürlich die Rochade, so, die kenne ich. Das ist jetzt ja schön zu sagen. Aber er muss ja klicken, er kann ja auch auf Nicht-Cheaten klicken in dem Moment. Das kann Kutschi traue ich so eine Hinterlist zu, der macht das sowas. Das finde ich jetzt nicht nett, muss ich sagen. Aber ja. spielt Philly Schach? Ich habe tatsächlich das Dragon Ball Set Schach Set von 2002. Als Kind musstest du da so Magazine kaufen, konntest da Schach lernen, aber meine Eltern waren leider zu pleite, um das komplette Set zu kaufen. Dann musste ich damit so kleinen selbstgebastelten Figuren spielen. Aber ich habe es nicht bekommen. Die erste Packung war richtig billig. Die erste war für 4,99 und dann hast du 20 Euro pro Packung bezahlt. Das war scheiße. Das ich habe niemals Freezer bekommen als Schachfigur. So eine Scheiße. Oh Mann. Ja, aber ich kann actually kein Schach spielen. Musst du ja auch gar nicht. Du musst nur wissen, wie der spezielle Spielzug im Schach heißt. Exakt. Ja. Und das war deine Antwort war Rochade. Hast du Queen's Gambit geguckt? Der Move, den man kennt. Queen's Gambit habe ich nicht geguckt, aber meine Freundin meinte, ich soll das gucken, weil es geil ist. Mach das mal. Dann weißt du vielleicht auch mal, was bei der Rochade passiert. Ist Rochade das, wo irgendwie man den König mit dem Turm tauscht und irgendwie zwei Felder nebeneinander? So rum, ne? Ja. Okay, aber was sind die Konditionen, unter denen du den Move machen kannst? Dazwischen darf nicht stehen, glaube ich. Ja, das ist doch nur ihn über... Philly, was sind die Konditionen? Dafür ist ja, keine Ahnung, egal. Wie gesagt, das ist der einzige Move, den ich kenne. Und ich glaube, das steht auch da nicht drin. Irgendein bayerisches Opening oder sowas, was wir letztes Mal hatten. Das Rätsel-Opening oder sowas. Ja, das Rätsel-Opening, das war die Frage für dich. Genau das. Was meinst du? Gab es nicht irgendwas mit einer Gabel bei Schach? Auch. Ja. Ja, das wäre das Zweite, was ich weiß. Ja, alles klar. Hey, ich bleib dabei, der weiß das. Ich dachte es mir. Ich auch nicht auf, Cheat zu drücken. Wenn es ich weiß, das ist mein Argument. Hat er gecheatet oder ist Philipp in Wirklichkeit der Zwillingsbruder von Magnus Carlsen? Ist auch Philipp Carlsen, sein voller Name. Er würde fitten. Ich bin tatsächlich der Typ, der Magnus Carlsen besiegt hat mit der Analsonde im Hintern. Oh Mann. Wissen viele nicht. Nice to meet you. Und immer wenn ich liege, vibriert es, deswegen müsst ihr genau auf mein Gesichtsausdruck achten. Okay. Keiner von euch called Cheat. Danke. Wir loggen es einmal ein. Digga, als ob. Rochade. Bei den Rochade ist der richtige Spielzug, ne? Wenn zwischen König und Turm derselben Farbe nicht steht und beide nicht angegriffen werden, kannst du ein bisschen rumswappen. Philipp weiß es natürlich. Philipp hat beim letzten Mal schon eine Schachfrage gekriegt. Schach ist ein Spezialgebiet. Und kennt sich richtig gut aus mit Schach. Könnte man denken. Er hat gecheatet! Er hat keine Ahnung von Schach. Also ich hätte es actually gewusst. Also das war der einzige Move, den ich wirklich kannte, aber ich habe mich nicht getraut. Und dann dachte ich, ich cheat lieber, bevor es falsch ist. So wie bei mir. Also ich werde nur enttäuscht gerade die ganze Zeit. Das ist krass. Ja, ihr seid nicht gut im Punkte kriegen bisher. Ey, Alter. Ich will nicht Minuspunkte haben. Das kann nicht wahr sein. Ist ja doch schwer, wenn du die Frage einfach gar nichts machen die ganze Zeit und am Ende gewinnen. Ja, dann habe ich null und dann gewinne ich. Bart! Keine Schachfrage. Pass auf, jetzt kriegt Bart wieder so die ultra schwere Frage. Wenn eine Sportfrage kommt, bin ich direkt raus. Oder Namen bin ich auch raus. Okay, ja, du hast keinen Namen, keinen Sport. Du musst mir nur sagen, woraus Haare, Finger und Fußnägel im Wesentlichen bestehen. Ja. Das weiß ich zu 100%. Gib mir eine Sekunde. Was esse ich morgen? Oh, das ist eine gute Frage. Hoffentlich keine Haare, Fußnägel oder... Also es geht um Fingernägel auch, ne? Nicht um Finger. Ach so. Ja, das soll Finger und meine, Fußnägel meine heißen, ganze nicht Finger. Idee da fehlt ein Bindestrich, ja. Oh, kennt ihr das, wenn ihr so da sitzt? Nee. Und ihr wisst, dass ihr es wisst? Aber ihr kommt nicht drauf? Das sind zwei Sachen. Das eine ist... Chitin, was immer super, aber das ist in Panzern von Insekten und so drin. Und das andere ist, das klingt so ähnlich. Kreatin. TikTok on the clock. Keratin. Kreatin ist das, was Bless die ganze Zeit nimmt für seine Muskeln. Richtig. Keratin. Guck mich an. Keratin ist Barts Antwort. Ich mit.
Das muss jetzt mal langsam stimmen. Was war die Antwort jetzt nochmal? Entschuldigung. Keratin. Keratin. Ich glaube, er hat gedrückt. Wusste so, ja, das klingt so ähnlich wie Kitin mit den Käfern. Klingt so ähnlich wie Kreatin und dann das dritte. Ich habe das früher immer verwechselt. Chitin und Keratin. Also jetzt auch noch? Nee, jetzt war ich mir einfach noch nicht sicher. Jetzt war es so ein Ding, ich weiß, dass dieses Wort irgendwo in meinem Brain ist. Aber es klingt so ähnlich wie ganz viele andere Wörter. Lügst du? Nein. Ich finde gut, dass du einfach mal direkt fragst. Das war ehrlich gerade. Ja, ich glaube, er ist nicht ehrlich. Hast du gecheatet? Nö. Ich habe nicht gecheatet. Nee, ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das auch irgendwie. Ich glaube ihm das. Wir glauben hier zu viel, glaube ich. Drei Leute glauben nicht, zwei Leute glauben dir, Bart. Ich locke einmal ein. Zack. Also der lügt. Nee. Lügt er? Er kann gar nicht lügen. Er kann das nicht. Oder lügt er nicht? Na, er hat Chitin, Kreatin, Keratin gesagt. Chitin, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Chitin. Er hat tatsächlich genau die gleiche Herleitung gehabt wie du, Bart. Das macht mich ein bisschen nervös. Ja, also Keratin. Ich bei WoW in Tanaris immer die Chitinpanzer von den Skarabäen gelootet habe. Und da dachte ich immer so, ah, die haben noch. Ne? Das ist auch immer, also wirklich, ja. Ich hatte Chitin instant im Kopf. Ja, und dann war ich so, aber es ist nicht Chitin. Deshalb glaube ich es dir jetzt einfach. Keratin ist auf jeden Fall richtig, Bart. Kann ich das schon mal sagen? Na? Ich weiß das. Richtig, du wusstest das natürlich. Stand ja auch auf deinem Bildschirm. So, Das Problem war, das war das gleiche wie bei Philly. Ich dachte es mir, aber ich war mir nicht sicher. Und ich war so. Pass auf. Ja, gut. Spätestens ab dem Punkt, wo Philly gefragt hat, hast du gecheatet und du guckst extra mit deinen Augen in die Kamera rein. In die Kamera. Nein, das war der Punkt. Also spätestens da muss man eigentlich. Ja, aber ich gucke euch immer an, wenn ihr mit mir redet. Ja. Ich kann es nicht glauben, dass du gelogen hast. Ja. Wenn Leute so in die Kamera gucken, ist es immer, wenn Leute so in Kameras reingucken und dann ist es immer gefährlich. Lügenbart. Ja. Ey, ich habe früher Among Us spielen müssen, so. Das war wilde Zeit. Ich bin nicht gewendet. So folgt mich bis an mein Lebensende. Okay, es war erste Runde. Henke, wir sind wieder bei dir. Yes, sir, leg los. Geil, Henke, diesmal, ich lese die Frage vor, okay? Wir machen Contenance einfach, mach entspannt. Ja, einfach, mach entspannt. Alles gut. Ist nichts vor heute. Einmal die Frage für dich: Wie heißt der größte See Afrikas? Experte in Afrika. Nun. Der größte See Afrikas? Ja. Wie heißt Wenn du das weißt, bin ich impressed. Ist es Herr Nilsson vielleicht? Oh, das ist Anne. Anne ist das. Oder Anne. Anne. Na, wie lange brauchst du, um den Cheat-Button zu finden? Oh. Ich kann euch sagen, wo er sich befindet. Ja, in Afrika, da steht er gerade. Hast du das gegoogelt? Ja. Hast du es jetzt gegoogelt? Das ist kein Deal hier. So. Ich brauche einfach die Antwort auf die Frage. Und ich in Südafrika befindet sich der Viktoriasee. Oh. Oh, ja, okay. Das heißt, deine Antwort ist der Viktoriasee. Ja. Okay. Hat man aber schon mal gehört, oder? Ja, aber kommt man da jetzt drauf so? Das ist ja die Frage. Ja, fällt dir das jetzt gerade so ein? Na, es gibt ja die größten Wasserfälle Afrikas, sind ja die Viktoria-Wasserfälle. Und die gehören zum Viktoriasee. Mhm. Viktoria Falls, sagt man auch. Mhm. Ach man, dieses Format macht mir echt keinen Spaß, das ist auch scheiße. Viktoriasee, Viktoriafälle. Ja, aber das Ding ist, wenn er das nicht gewusst hätte, wie kommt er dann auf Victoria Falls, wenn er es nicht wusste. Ich weiß nicht, vielleicht auch noch die Victoria Fields ist in der Nähe, können wir ja alles sagen jetzt. Ne? Nee, und die Victoria Falls gibt es ja wirklich, ne? Wenn er es wusste, würde er es ja nicht sagen, dass er noch die Victoria Falls kennt, weil wir da nicht denken würden, dass er lügt. Ich kenne nur Niagara-Fälle. Ich bin ja in Kanada. Ich habe keine Ahnung, könntest du mir jetzt auch Afrika sagen, es wäre mir egal. Du hast recht. Hängt man. Nee, ich geh mit Cheat. Kann jemand ohne Abitur das wissen, ist die Frage. Weißt du was? Hast mich. Das ist crazy.
Henke ist schlau, aber ich glaube nicht, dass man auf Victoria See direkt so einfach so aus dem Stegreif kommt. Weil ich habe bei Henke so das Gefühl, der hat so ein Nischenwissen. Der sitzt abends in meinem Bett und dann guckt er sich so Wikipedia-Artikel zu dem Bier. Lesen Sie mal, was ist was? Bücher lesen Sie mal den ganzen Abend. Oh ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Ding ist, wo man denkt, ich denke, dass es das ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher und dann drückst du auf Cheat. So wie bei uns vorher auch. Ich frage mich, wie mehr. Komm, warum drück auch, dann sind wir mitgefangen. Ich frage mich eher, warum man wissen sollte, was der größte See in Afrika ist. Also warum sollte man sich dafür interessieren? Ich hätte Mittelmeer gesagt. Cheat und jetzt hat er uns alle reingelegt. Das ist ja krass, ey. Jetzt kriegt er mal eingeloggt, Punkte. Ne? Er kriegt ja nichts, Bart. Ich weiß. Er kriegt ja nichts. Aber Ruhm und Ehre und so. Ey, wenn du die Punkte kriegen würdest für alle Leute, die du uns hinters Licht geführt hast, wäre geil. Das war am Anfang so, dann hat das immer niemand gerafft. Ja. Muss immer simpel sein für die Twitch-Leute, sonst verstehen wir das. Das stimmt. Genau, Henke, du hast mir die Antwort Victoriasee gegeben. Ja. Bevor du es auflöst. Ausgeführt, Victoria Falls und so. Bevor du es auflöst, ich möchte dazu sagen, ich hatte es ernst, ich hatte Victoriasee im Kopf, ich wusste aber nicht, ob das der größte ist. Deswegen habe ich gecheatet. Siehst du? Das war so ein Er hat gecheatet. Ja, Victoriasee. Aber ich hatte es im Kopf. Ja, es ist halt, und ich glaube, ist halt das Ding. Also sind die in Südafrika oder waren die in Namibia? Ich weiß es nicht mehr. Müsste einer googeln. Ich muss zum Glück die Frage nicht beantworten und ich habe auch keinen Cheat-Button, sprich, ein bisschen. Ich weiß, das war so ein schottischer Missionar, hat den gefunden, oder ich glaube sogar die Victoria Falls gefunden. Und der war großer Fan von Queen Victoria und hat dann gesagt, ey, ich bin in den Nair. Also der ist in Tansania, Uganda und Kenia. Ich dachte ganz woanders. Ja. Dann Schere. Oh, ist aber nicht. Dann Schere. Und Uganda. Stimmt, Uganda, Tansania und ein bisschen Kenia noch. Punkte, Punkte. Ach krass. Punkte. Ey, ich war mir voll sicher, dass das Südafrika ist. Mela, du bist wieder dran. Welcher bis 1971 bestehende indische Adelstitel kam einem Großkönig gleich? Ja, also 1971 indischer Adelstitel Großkönig. Gleich. Also wir hatten das definitiv schon mal in der Schule, das ist ganz klar. Das ist Maharaja nennt sich das. Ja. Okay. Wann hattest du das so in der Schule, Wele? Wann war das so? Als ich meine Matura gemacht hatte, habe ich also bei uns gibt's bestimmte Fächer, in denen du maturieren kannst. Und bei mir war Geschichte, Philosophie und Biologie hatte ich in meiner Matura. In welchem der Fächer kam das vor? Wie bitte? In welchem der Fächer kam der Begriff vor? In Biologie. Das glaube ich dir nicht. Jetzt hast du mich verloren. Also den Begriff kennt man irgendwie, aber man. Ja, ich von Benjamin Blümchen, der genau, war genau, genau, genau. Pur. Ja, klar. Ja, safe. Ja, logisch, ja. Aber in dem Zusammenhang hätte ich es zum Beispiel auch nicht gecheckt. Das ist eine Frage, wenn du das weißt, dann gönne ich dir halt einfach. Ich glaube, das fällt einem einfach nicht so spontan. Ja, ja. Das war schon die schwerste Frage bis heute. Ja. Ich hasse auch mein Leben, Digga. Ich habe noch nie irgendwas von Geschichte. Komm, mach fertig hier den Wunsch. Digga, okay. Ich bin in Geschichte sitzen geblieben. Ich konnte es nicht mehr auslesen. Mahara. Der einzige Grund, warum es so lange gedauert hat, dass ich eine Antwort gebe, ist, weil ich mir 50 Mal das Wort durchlesen musste und ich während dem Lesen wieder vergessen habe, wie man es ausspricht. Maharaja. Ja, komm, Schwester. Ist, glaube ich, jetzt auch keine Frage, bei der es schlimm ist, wenn man es nicht wusste. Aber die anderen Leute kriegen einen Punkt dafür. Ich glaube einfach, Biologie hatte ich jetzt am Ende verraten. Als du nicht Geschichte geantwortet hast. Bist du in meine Falle getappt, tatsächlich. Kurz Props an die Runde, keiner ist im Minus, bei uns läuft. Du wird auch gerade gesagt, dass die Victoria Falls überhaupt nicht beim Victoriasee sind. Nee, die sind irgendwo in Australien, glaube ich, oder? Also stimmt, ja. Die gehören trotzdem zusammen. Es war voll dumm, oder? Eigentlich sollten die da beim Victoriasee sein. Ja, Sinn. Voll dumm, wirklich. Naja. Muss man mal umplacen, irgendwie so ein bisschen Terraforming oder so. Ja, das war Terraforming. Ja. Ich hab richtig Schwachsinn erzählt. Ist ja nicht wild, ne? Aber muss man ja, muss ich ja. Ein bisschen abgeholt hat es mich so. Ja? Nein, gut. Es ist an der Zeit für Kalle ein bisschen Schwachsinn zu erzählen, wenn ihr mir folgende Frage beantwortet. Wer gewann 2024 den Oscar für den besten Hauptdarsteller, die beste Hauptdarstellerin? Also muss ich jetzt zwei Namen nennen, oder?
Nee, du kannst mir einen Namen nennen, Kalle. Will Smith hat wann anders gewonnen, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob der für den Hauptdarsteller bekommen hat. Ich interessiere mich dafür auch eigentlich nicht so. Aber dieses Jahr war ja ganz besonders. Wissen wir ja alle. Mhm. Ja. Mach mich noch ein bisschen weiter. Was war denn da besonders? Naja, es gab ja diesen einen Film, der so crazy war, weißt du? Ja, den fand ich auch gut. Alle bei der Berlinale gesehen. Ich bin der Ben. Die sind ja immer im Januar, die Oscars, ne? Das ist ja schon ein bisschen her jetzt. Aber weißt du, welcher Film das war? Oppenheimer war das. Und das Schöne ist ja, ich mag ja Cillian Murphy wegen, hier, wie heißt die Serie? Peaky Blinders. Ich liebe Peaky Blinders. Und deswegen habe ich halt natürlich genauer hingeguckt. Ich hab ihm das auch gegönnt. Er und Leo waren so die... Das ist wichtig. ...sind so meine Lieblingsschauspieler. Und Cillian Murphy hat das natürlich absolut verdient, weil ich in Peaky Blinders ihn schon so mochte. Der gute Killian. Muss ja. Kellyman auch jetzt die beste Hauptdarstellerin sagen oder reicht der beste Hauptdarsteller? Einer reicht. Das Ding ist, ich könnte vielleicht noch, aber ich weiß gar nicht, für welchen Film die beste Hauptdarstellerin ausgestattet wurde. Ja. Aber deine Antwort Philipp, ist es Oppenheimer, Dude, ja? Genau, Cillian Murphy. Wie gesagt, ich kenne ihn halt eher durch Peaky Blinders und ich weiß ja, dass er in Oppenheimer mitgespielt hat. Und Oppenheimer hat ja alles, aber ich glaube nicht, dass du weißt, dass er den Oscar bekommen hat. Der Bre weiß. Doch, weil Oppenheimer hat ja alles gewonnen, basically, auf Film an sich, glaube ich, und ich glaube sogar Musik. Hat nicht irgendwie Ryan Gosling oder so gewonnen, wo es dann das Drama gab, weil der das gewinnt in einem Film, wo es dieser Barbie-Film da war? Ich glaube, das ist nicht das. Wahrscheinlich so beste Nebenrolle oder so. Bester Song oder so? Nee. Ach, bester nee, Song könnte sein, aber... Bester Song von Barbie performt. Ich sag, er weiß das. Hatte nicht Kalle beim letzten Mal schon irgendwie Breaking Bad oder so 8-mal durchgeguckt gehabt? Du bist doch so ein Serien-Junkie. Ja. Das ich sag, du weißt das. Ja gut, weiß aber man das Serien-Junkie. So? Warum hast du dir da so eine abgelacht am Anfang? Weißt du, ein bisschen die Frage ist so, ne? Also es geht ja auch hier darum, euch... Wegen der 24, die ist schon sehr witzig. Ich bin auch großer Cillian Murphy-Fan und ich hätte es nicht gewusst, also... Ja, aber interessierst du dich so wie ich für die Oscars? Komm. Ja. Wo waren denn die Oscars dieses Jahr? In Amerika, wie immer. Und wo da? Sind die nicht immer in L.A.? Sind die nicht ich immer nicht, in dass L.A.? Du bist der Experte. Naja, ich gucke mal die Wiederholung bei TAF am nächsten Tag. Ich habe Kalle guckt Serien, aber guckt Kalle auch Filme. So, oder halt sowas wie Oscars. Ich glaube, er das ist so hart. Ich sag, er wusste es nicht, da hat er den Namen gelesen, dann wusste er, spielt bei Peaky Blinders und Oppenheimer mit und dann, ja, wusste, genau. Dann kam die Erklärung halt zustande. Das glaube ich nämlich auch, aber ich... Engelbart, ihr seid, steht aus quasi, die anderen drei haben schon Cheat gecallt. Ihr habt jetzt allerdings auch keine Zeit mehr. Ich locke ein in 3, 2, 1. Besten Hauptdarsteller hat geholt Cillian Murphy aus Peaky Blinders auch, ne, aber für Oppenheimer. Auch aus Batman, ne? Emma Stone für, was, Barbie? Ja, ne? Nee. Oder was war Emma Stone? Nee, Emma Stone ist auch Oppenheimer. Nee, das ist ja. Oder? Ist auch Oppenheimer. Nee. Emma Stone ist. Emma Stone, wofür hat Emma Stone gedingst? Irgendein anderer Film. Things. Ja, Emma Stone ist ja. Poor Things. Ja. Arme Dinge. Ja, es ist ja Barbie, war ja was ganz Besonderes. Ach so. Ja. Ich glaube, das Drama, was ihr meintet, war, weil hier Ryan Gosling nominiert war und Margot Barbie Robbie nicht oder so. Ja, ja. Genau. Ist ja auch egal. Alles Antwort, absolut korrekt. Ist ja auch grün. Und er hat sehr gerne Peaky Blinders geguckt. Die Frage ist, ob man sich dadurch den Namen merken kann oder ob ja, du auf wenn er schon so anfängt. Hast. Ich muss sagen, ich wusste nicht mal, wie der Schauspieler heißt. Ich weiß halt, ich kenne sein Gesicht und ich weiß, dass er in Peaky Blinders mitspielt. Ja. Aber es bricht mich so sehr es gerade. Tut mir leid, er ist auch nicht Cillian Murphy, er ist Killian Murphy. Anscheinend. Kannte der Name nur oder auch der Filmkalle? Wie bitte?
Stand nur der Name da oder auch der Film? Da stand nur der Name, aber als ich Cillian Murphy gelesen habe, war ich so, ach so, Oppenheimer, ach so, stimmt. Mhm. Also mir ist der Name halt einfach gar nicht eingefallen. Das bricht mich komplett, Leute. Also schon ein Cillian Murphy. Ja, Cillian. Entschuldigung. Cillian Murphy. Cillian Murphy. Cillian Murphy. Murphy. Mit Oppenheimer. Baso. Bronze ist eine Legierung aus welchen beiden Metallen? Also, gerade laufen ja die Olympischen Spiele. Und wenn man bei den Olympischen Spielen den dritten Platz macht, kriegt man eine Bronzemedaille, die natürlich aus Kupfer und Zinn. Das ist crazy. Okay, wir lösen das relativ schnell, Freunde. Baso, hast du WoW gespielt? 3 Monate. Oh, das wäre gut. Stimmt, sie war Feral-Druide. Scheiße, das kann ich doch wissen. 3 Monate. Ja. Feral-Druide. Das ist eine sehr starke Frage, muss ich sagen. Dann habe ich immer so, habe ich so getan. Jetzt ist aber die Frage, welchen Beruf musst du in WoW ausüben, um das zu legieren da? Bergbau. Verdammt. Digga, das Ding ist, jeder, ich glaube, wir sind uns alle einig, ich glaube, wir haben fast alle WoW gespielt, jeder WoW-Spieler weiß das. Also ich bin WoW-Spieler und ich hätte einfach nicht dran gedacht. Ja, Philly, also wirklich. Ich hatte auch Chemie und Physik in der Schule. Beides. Aber warum sagst du dann das Beispiel nicht WoW, sondern warum kommst du als erstes mit Olympische Spiele, Podest, hier, Bronzemedaille? Naja, warum nicht gleich WoW? Wenn ihr falsch drückt, dann bekommt ihr Minuspunkte, Wähler, weißt du das? Um was Visuelles zu haben. Ich wollte einfach nur, dass wir uns... Ich kann eh nicht mehr. Komm, Henke, lass los. Ja, komm auf die dunkle Seite. Am Arsch die Räuber, die weiß das. Die lumpt uns wieder. Ich werde meine Strategie einfach komplett anpassen. Ich sag einfach, Linda weiß das. Weil wenn Linda das nicht weiß, bin ich enttäuscht von ihr. Ey, ich miss Call gerade sowieso. Also sie mich anlügt. Ist auch langsam egal. Kann ich ihr nicht mehr vertrauen. Ich log das mal ein in 3. 2. 1. Bitte, Linda, bitte. Bronze. Bergbau-Experten wissen natürlich, dass Bronze eine Legierung aus den beiden Metallen Kupfer und... Komm schon, Linda. Linda, komm schon, du weißt es. Henke, ich hab da eine ganz schlechte Nachricht für dich. Oh, verdammt nochmal, Linda, das geht nicht gut. Oh, scheiße. Das ist die schlechte Nachricht, sag's mir bitte. Die schlechte Nachricht ist folgende. Ja, so. Ey, ich kann das nicht mehr, ja? Ich kann das gleich nicht mehr. Ihr geht mir so auf den Sack heute. Das ist irgendwie, pass auf, ich bin heute den ganzen verfickten Tag Auto gefahren, ja? An jeder Ecke musste irgendjemand ein- und ausparken. Ich bin genervt wie Sau. Könnt ihr alle bitte mal so antworten, dass meine Calls passen? Alles klar, ich bin ja? Mühe. Ja? Dafür, dass du dich vorhin so weit aus dem Fenster gelehnt hast. Oh, Wähler, bist du? Von dir will ich am wenigsten hören, Wähler, ja? Ja, komm, du Oma. Willst du? Okay, das ist krass. War das mit dem Bergbau wichtig bei WoW? Ja, tatsächlich. Ja, das war goldlustig. Wo sie mich auch noch von der Österreicherin beschimpfen lassen. Guck mal, ist das Mythik, was bist du erzählen hier? Das ist auch ein guter, das war ein guter Call von Henke, so, dass er fragt, ob du WoW gespielt hast. Aber ja. Wenn man halt danke, dafür, es ist zum Kotzen, wirklich. Ja. Kann ich auch eine WoW-Frage haben jetzt? Das Ding ist, Henke, wenn sie nicht gecheatet hätte, hätte sie einfach gesagt nein, damit du auf Cheat drückst. Also, ich will nicht drüber reden. Okay. Oder sie hätte doppelt das Mindgame gemacht. Das kann man nie wissen. Sein, ja. Das ist einfach schwierig. Das ist eigentlich Philipp, scheißegal. Ne? Wir raten die Halle nur. Keiner weiß das. Nein, wir sind alle sehr gut da drin. Philipp! Ja, bitte. Geil, nächste Frage. Minetil. Fuck. Ist das deine finale Antwort? Nein, ich wollte nur die Frage wissen. Okay, ja. Das wäre nämlich eine komische Antwort auf folgende Frage. Wie heißt Batmans Butler? Wow. Ja, so, Henke, wie soll ich jetzt an deiner Meinung nach antworten, damit dein Call richtig ist? Ich lass dich entscheiden. Am besten richtig, mein Freund. Alfred heißt er. Ja, Junge, also wer das cheatet? Nee, du musst das bitte wissen. Arthas ist es nicht. Ey, das ist, glaube ich, die erste Frage von allem, die heute kam, die ich wirklich richtig gehabt hätte, ohne unsicher zu sein. Erst drücken und dann antworten. Ja. Hab ich doch. Okay. Ich wollte nur was anderes, eine Verständnisfrage stellen. Unter der Antwort mit ist Alfred. Nee. Also ich sehe das ja bei mir und Philipp hat erst gedrückt und dann geantwortet.
kann ich sagen. Ich habe alles richtig gemacht, weil ich zuhöre in der Erklärung. Die Antwort von Chris. Ist Alfred. Aber wie ist der Nachname? Das war so ein Nachname. Alfred. Locus Quack. Wie ist der Nachname? Was weiß ich, das steht hier nicht. Wie heißt der Butler? Na klar. Ja, da steht doch. Wie heißt der mit Nachnamen? Der heißt Alfred, aber er heißt auch, hat auch einen Nachnamen. Das steht da nicht. Wie, das steht da nicht? Ja, in der Frage. In deiner Antwort meinst du? Nein. Ja, nee, sorry, aber Philly das weiß Philly. Ich weiß ja, ich bin großer Batman-Fan. Batmobile, Batcave. Richtig. Als wir uns damals kennengelernt haben, hast du mir direkt dein Batman-Tattoo gezeigt. Ja, habe ich mich als Arsch geweiht tatsächlich. Wissen viele nicht. Das ist krass. Tatsächlich, und das werdet ihr bestimmt bei anderen Fragen noch feststellen, wenn ich den vollen Namen haben will, dann frage ich auch nach dem vollen Namen. Okay, Entschuldigung. Kann aber auch sein, dass Philly wusste, dass wir wissen, dass er es weiß und er deswegen Cheat gedrückt hat und er gecheatet hat, obwohl er es wusste, aber... Wenn das wirklich der Fall sein soll, dann fange ich hier oder höre ich hier auf der Stelle auf zu atmen, Linda, das sage ich dir. Okay, nevermind. In-game. Alles gut. In-game. IC. Ich habe nicht die Einzige, die dachte, dass der Robin heißt. Ist das der Nachname? Das ist der kleine Kumpel. Oh, deswegen ist es sehr gut, dass du diese Frage nicht gekriegt hast. Also Robin ist nicht der kleine Kumpel, sondern es ist sein Sidekick und den hat er adoptiert. Also ist eigentlich ein Sidekick ist er nicht so. Ein kleiner Kumpel? Ja, weiß ich nicht. Also welchen meinst du von den 25 Robins, die es gibt? Coach, ich will dein kleiner keiner Kumpel sein. Keiner von euch drückt auf Cheat anscheinend, deswegen lockt es ein. 3, 2, 1, zack. Das war es, Philly. Oh, direkt angefangen zu grinsen. Alfred! Komm schon, Philly, bitte. Komplett bitte mach direkt. Jetzt keine Scheiße. Na? Wenn Philipp gecheatet hätte, dann hätte er natürlich auch sagen können, dass es Alfred Pennyworth ist. True. Aber das hat er nicht gemacht und deswegen hat er nur Alfred gesagt und ihr seid alle safe. Geil. Wenn er mich jetzt auf Cheat gedrückt hätte, obwohl ich es wusste. Hätten die jetzt Minuspunkte bekommen, weil sie keinen Cheat gecallt haben? Nee, du hättest nur das Risiko, du wärst das Risiko eingegangen, dass die Pluspunkte kriegen. Weil wenn du die Antwort weißt, ist immer der Optimalfall für dich. Punkte kriegen. Ja, der Optimalfall für dich, wenn du eine Frage gestellt kriegst, ist, dass alle anderen 0 Punkte kriegen. Und das halt. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du falsch antwortest mit minus 3. Und das Zweitschlimmste, dass alle anderen auf Cheat drücken, wenn du gecheatet hast. Okay. Also, du kannst dir keine Punkte ercheaten oder so. Das geht nicht. Dann ist ja richtig scheiße, wenn man so leichte Fragen kriegt, ne? Mach mal schwerere, bitte. Ja, komm, mach mal hier den Königstitel da. Okay, er ja, ist eh Bart dran, das passt perfekt. Hey. Bart. Ja. Welche Farbe hat ein 50-Euro-Schein? Grün. So, jetzt der reiche Twitch-Streamer kommt jetzt hier weg. So, und ich werde ich werde das vorher schon mal dazu sagen. Ich habe auf der Internetseite der Europäischen Zentralbank nachgeguckt. Da steht die Farbe und das ist hier die Antwort. Aber ist es keine so ein, Auslegungs- ist es so ein richtig Special Color Ding oder ist es einfach nur eine Straight Up Basic Ass Farbe? Das ist Straight Up Basic Ass. Da steht jetzt da nicht, weiß ich nicht. Kamin, Zinnober, hinter Zinnober. Irgendwas. Ja, aber das weißt du ja, Bart, deswegen. Also es ist nichts Extravagantes. True. Ich habe halt auch mindestens 10 davon irgendwie nebenan liegen oder so. Deswegen sage ich nicht, du hast nur 200 in deiner Tasche. Ich kenne dich. Ja. Was hast ich du gesagt? Ich sage orange. Orange. Hat jemand mal einen Profi? Also ich hätte tatsächlich mit braun geantwortet. Hätte das auch gezählt? Ich habe rot überlegt. Ja. Aber... Na, rot ist ja der 10er. Rot ist der 10er. Ja, ja. So, violett ja, ist natürlich der 500er, wie wir alle wissen. Ne? Ich zahle immer nur mit 100 und gebe den Rest blau. Als also ich würde orange auf jeden Fall jetzt einfach durchgehen lassen. Ich würde es auch als orange definieren. Das ist halt so ein komischer Kackton. Also ich hab jeden Geldschein hier. Ich kann gerne alle einmal holen, wenn ihr wollt. Du hast komplett recht. Krass. Abgehoben. Ich habe jedes Münzstück hier. Sind alle Gold. Weiß man das? Also ich wusste jetzt nicht auf den ersten Schlag. Habt ihr schon Euro in Österreich? Schon vor allem. Nein, mit Schilling, komm. Die handeln noch so in Gold. Mit Schilling und mit Kühen. mit Schilling. Da hat's mir mal 20 Schilling-Schulden zum Cheat-Kaufen gehen. Habt ihr gecheckt? Also ich dachte am Anfang, es wäre irgendwie so Lachsfarben oder so, aber nachdem Blesk meinte, es ist... Eine Basic-Ass-Farbe. Lachs ist schon ein bisschen weiter weg von Orange, finde ich jetzt. Nee, aber es passt besser zum 50er. Ja. Aber kein...
Weißt du was? Lachs. Du bist ein Lügnerbart. Ich glaube nämlich, dass Bart dachte, dass es braun ist und ich hat auch drauf gedrückt. Keiner Sau würde orange zu dieser Farbe sagen. Ich würde auch nicht, hätte auch nicht orange gesagt. Also wenn ich nicht rot gesagt hätte, ich orange gesagt. Die Sache ist, bei uns hat man immer gesagt, 50er ist ein Fuchs. Warum drückt ihr jetzt alle? Das ist eine gute Erklärung, macht Sinn. Scheiße. Was meintest du, Henke? Bei uns hat man früher zu einem 50er immer Fuchs gesagt. Ja. Hm. Das ist ein Fuchs. Fuchs. Füchse sind braun. Yeah. Hä? Ich dachte, man sagt Fuchs immer wegen 50er. Füchse sind einfach rot. Wegen... Orange? Ja, nee, weil es passt beides ganz gut. Ja. Es wäre jetzt so geil, wenn ich einfach falsch liege. Da kriege ich -3 Punkte. So. Es steht einfach braun da eigentlich. Ja. Es steht einfach rot. Wir locken... Fuck off, Mann! Dann hört doch auf! Ich wollte jetzt meine Punkte nehmen! Wir locken ein in 3. Du musst es für dich behalten. Das hat so viel Sinn gemacht. Ich muss dich muten bei der Erklärung. Die Farbe des Scheins. Laut der europäischen Zentralbank im World Wide Web. Nicht orange ist. Ist braun. What? Ich spreche aber vom 200-Euro-Schein, der 50-Euro-Schein, der ist orange. Ah. Ich wollte schon sagen, Junge. Reingelegt. Du hast die Augen rausgefallen. Ja. 200-Euro-Schein ist braun? Der Epic Troll. Okay. Der ist gelb-braun. Also der bei dem stand so zwei Farben. Das ist doch kein gelb-braun, das ist gelb. Ja. Guck auf deren Seite nach, da steht gelb-braun. Mann, den da oben glaube ich gar nicht. Ist mir doch egal, die haben den doch erfunden. Red nicht so über die. Ja. So, Bart hat recht, es ist orange. Und da Bart natürlich ein Mann ist, der nie mit 50 Euro oder weniger bezahlt, aufgrund seines beruflichen Erfolgs, musste er auch nicht cheaten. Und ihr liegt alle falsch. Ey, ist Fakt so ab, ne? Ey, ist so wirklich das Scheiße. Dass ich vier Leute getrickt habe mit der Frage und ich krieg dafür nichts. Du hast nur mich getrickt, ich hab mir nur alle geglaubt. Nichts. Dann war der Kumpel empfangen. Kutscher hat uns ein Floh ins Ohr gesetzt. Ja. Wer sagt genug Leute in den YouTube-Kommentaren beschweren? Philipp, ich rede jetzt gerade. Wenn sich genug Leute in den YouTube-Kommentaren beschweren, dann machen wir es beim nächsten Mal wieder mit Punkten für Leute reinlegen. Aber es gibt auch Gründe, warum das manchmal halt nicht geil mega ist. Ich krieg ja auch in der Theorie dadurch Punkte, dass die anderen jetzt alle verloren haben. Ne? Also das ist reingepullert, das ist mega scheiße. Wir kriegen ja alle -1. Das ist ultra scheiße. So. Boah, eine Frage, die ich wusste, ey, Gott bless, Mann. Runde 3. Wir machen, oder fangen wieder an bei Bruder Enkmann. Ich kann es kaum erwarten. Ja. Muss denn du jetzt so tun, als ob das hier die schlimmsten 2 Stunden deines Lebens wären? Es sind mir doch die Augen Mühe gegeben. Okay, ich bin wieder da, warte kurz. Ja. Okay, leg los. Enkmann, in welcher Rolle? Okay, da muss ich vorher dazu sagen, wenn ihr große Marvel Cinematic Universe Fans seid und ihr wollt nicht gespoilert werden, kurz vielleicht 5 Minuten nicht zu hören, ne? Dann würde ich jetzt abschalten. Kann ich nicht zuhören? Würde ich jetzt muten oder was? Ja, ihr werdet nicht vor irgendeinem Film gespoilert. Nee, ihr müsst... Ihr seid jetzt gefangen. Ihr müsst zuhören. Wie? Ja, ihr habt Pech. Na gut. Henke. In welcher Rolle soll Robert Downey Jr. in Marvel's Cinematic Universe zurückkehren? Das weiß man, das weiß man. Henke, mach mich nicht schwach jetzt. Mann. Das ist natürlich. Mann, jetzt macht's alles kaputt für mich. Der mysteriöse Dr. Doom. Warum ist der so mysteriös? Weil er Dr. Doom heißt. Ach so, niemand, wo kommt der her? Niemand, der böse im Sinn hat, hat einen Doktortitel. Okay. Weißt du noch, das ist eine finale Antwort. Woher weißt du das, Henke? Ja, aber der ist doch böse. Stand da. Aber du hast doch gerade gesagt, niemand, der böse ist, hat einen Doktortitel. Er heißt ja Dr. Doom. Er ist ja böse. Yeah, okay. Aber er ist ja böse. Henke, tut so, als würde nicht wissen, wer Dr. Doom ist. Ja, jetzt versucht das. Aber er hat natürlich Twitter die letzten Tage offen gehabt, wo es überall drunter und drüber ging, ne? Richtig. Du konntest halt nicht verpassen eigentlich, finde ich. Ich dachte, der heißt Dr. Boom. Er ist tatsächlich bei WoW, Linda. Man merkt, das ist Bröki. Das ist Bröki. Jetzt kommt einer immer. Oh mein Gott. Mann, Henke, du machst mich schwach, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Wie sieht ein Dr. Doom aus? Er wird lügen. Der hat halt so eine richtig geile Kapuze auf. Ja. Und eine Maske. Grün. So Grüntöne, so Ocker. Ockergrün-mäßig. Und wo haben die das angekündigt? Dass der da das da macht? In Berlin. Tatsächlich. Bei der Berlinale. Im Blast-Format, wer lügt? Das wäre ein Ding, ey. Jetzt glaube ich gerade ein bisschen weniger.
Es macht keinen. Mann, dieses Nachfrage gibt überhaupt keinen Sinn. Man kann gar eh nicht wissen, ob er jetzt diese Sachen bedenkt, damit er lügt oder ob er es weiß. Jetzt, wo er gerade schon nicht weiß, wo das angekündigt wurde. Ich weiß sogar, wo das angekündigt wurde. Mir ist es scheißegal, wo das angekündigt wurde. Das wurde ja nicht gefragt. Hey. Er kann ja auch ja, so sorry, tun, als würde das nicht wissen, Linda. Dann müsstest dann du. Dann würde ich dir nicht verraten, Linda. So. Richtig. Wenn du es ja besser weißt. Er will ja, dass wir denken, dass er lügt. Aber Henke ist. Ich glaube, Henke ist no joke derjenige von uns, der am meisten Fragen richtig beantwortet hätte. So, von allen. Ich glaube, Henke ist einfach der smarteste von uns allen. Ich glaube, da schätze Henke ganz falsch ein, aber gut. Nee, safe. Genau, ich habe mit Henke ein paar Mal irgendwas gespielt und Henke war immer richtig krass. Aber ist ja auch so ein. Na doch, er weiß das. Er weiß es. Doch, safe. Lass dich nicht wieder reinlegen, Philly. Ich lass mich jetzt reinlegen, ich drücke. Oh Mann, drück! Ich locke ein in drei. Zwei. Eins. Deine Antwort war? Soll ich sagen? Weißt du doch. Ja. Du gesagt? Ja. Dr. Doom. Dr. Doom. Dr. Doom war seine Antwort. Ne? Ich hab, also, Vader, hab ich dich da jetzt echt gespoilert? Ja, danke. Echt? Ja. Das war überall. Ja, ich hab's anscheinend gekonnt ignoriert. Ewiglich. Krass. Ja, aber es ist richtig. Fairerweise, das wird wahrscheinlich auch auf jedem Poster und überall drauf sein. Sprich, du, also das ist unmöglich, dass man das nicht mitkriegen wird. Ja? Aber es tut mir trotzdem ein bisschen leid. Henke! Ja. Hast du ähnlich wie Vayla das aus irgendeinem Grund nicht mitgekriegt? Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin Twitter-No-Lifer. Ja, ich hab's natürlich gesehen, na klar. Ich weiß es nicht. Ja, und ich guck tatsächlich, ich hab kaum Ahnung von Marvel-Filmen, aber das hab ich gesehen. Und ihr habt ihm alle geglaubt, ne? Dass er auf Twitter lebt, quasi. Und passenderweise. Aber Vayla, warum ist das jetzt so schlimm für dich? Vayla wollte eigentlich Dr. Doom spielen. Ja. Das war ihre Absage quasi. Sie wusste noch gar nicht, dass die Rolle weg ist. Sie hat nie eine Antwort gekriegt. Die Mail kam nie zurück. Ja. Ich dachte, ich treffe Spider-Man. Vayla, kriegst die nächste Frage. Achso, ja stimmt, ich bin da drin. Ja, hau raus. Kriegst die nächste Frage. Nenne zwei der 9 Weltwunder. Kolosseum und die chinesische Mauer. Ja. Mehr muss ich nicht. Stimmt. Ja, zwei gefragt. Waren die 9 Weltwunder? Nee, die neuen. Ja, die neuen. Ja, ich weiß, die neuen, das war mir auch stutzig gerade. Weil die chinesische Mauer, die ist nicht so neu. Und sind die neuen. Was sind denn die alten Weltwunder? Ja, das ist dann die nächste Frage. Nee, die alten sind... Ich glaube, ist das so Koloss von Rhodos und so ein Scheiß? Ja, genau. Koloss von Rhodos, so Pyramiden von Gizeh und so sind auch noch irgendwas. Aber ich dachte, die neuen sind so Burj Khalifa und so ein Scheiß. Keine Ahnung, Mann. Burj Khalifa. Ich glaube, Henkes Corner ist eins von den neuen, tatsächlich. Jetzt auf Funk. ARD und ZDF Mediathek. Einschalten. Dicker, was sind denn die neuen Weltwunder? Ist es so eine Definitionsfrage, was mich an dem ganzen Ding ein bisschen zweifeln lässt, weil ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Also ich glaube, die chinesische Mauer ist auf jeden Fall richtig. Kolosseum denke ich auch. Wäre halt weird, wenn nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, also da muss ich passen. Also mich irritiert auch nur das Wort neuen. Also ja, das, safe. Warum unterhalten wir uns eigentlich über die Frage und nicht darüber, weil das gelogen hat oder? Ja, wenn wir erstmal wissen müssen, ob sie überhaupt richtig überlegst kann. Überlegst du ja auch, ob sie das wissen kann oder nicht. Es geht gerade um die Machbarkeit, wie man es beantwortet. So. Und ich weiß halt, ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, ab wann dieses neu zählt. Wobei, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ich hätte Kolosseum und chinesische Mauer gecallt. Kann ich ein drittes dazu nennen, falls eins von den beiden falsch ist? Ich würde jetzt sagen nein, weil du mir ja schon zwei Sachen gesagt hast. Okay. Ja, dann logge ich die zwei an. Aber kennt hier jemand auch ein drittes? Ich glaube, dass ich noch ein drittes wüsste. Aber ich bin mir bei den zwei sicherer. Ist der Taj Mahal da nicht auch noch einer? Das war mein nächster Call gewesen, ja. Was ist ja ein Zufall, dass das dein nächster Call gewesen ist? Nee, also da wirklich nicht. Boah, keine Ahnung. Das finde ich voll schwer einzuschätzen einfach. Was könnten denn alles so die Weltwunder sein? Lass mal so anfangen. Ich dachte, dass die Pyramidorias noch welche sind. Die Victoria Falls. Die neuen, was könnten so ein neues Weltwunder? Was sind denn die alten überhaupt? Sind das jetzt hier so,
Die hängenden safe. Gärten und so ein ja. Scheiß? Ja, safe, das sind safe die alten. Die neuen aber, sind. Aber warum aber die chinesische Mauer? Aber die warum chinesische sind denn die neuer. Von Gizeh zu den alten? Weil ich ja. glaube, die alten, die sieht man so in der Form dann einfach nicht mehr, oder? Wobei die hängenden Gärten, die, es gibt die Ruinen von den hängenden Gärten, gibt es auch noch. Doch, doch, doch. Also ich glaube, von den neuen sind es noch sowas wie diese Tempel. Im, diese Maya-Tempel oder was auch immer das sind, diese viereckigen, die so, wisst ihr, was ich meine? Ist Machu Picchu auch noch ein Weltwunder? Ich glaube nicht. Und ansonsten noch sowas wie Brasilien, wir kommen hier nicht weiter, Leute. Diese Jesus-Statue. Ja, das wäre ein neuer, würde ich sagen. Ey, das fuckt mich so ab, ich habe keine Ahnung. Ja, also keiner von euch hat Baylor Ahnung, nicht ob wir Ahnung haben. Weißt du was? Weißt du was? Ich das glaube, sie war genauso schuck wie wir von diesem neuen Sieben-Weltwunder und sie hat dann einfach gegessen. Hattet ihr richtig? Ah, weiß ich nicht, Henker. Da bist du ja vielleicht ist drei, scheißegal jetzt. Zwei. Ich wollte auch gerade, aber jetzt hast du gedrückt und jetzt will ich nicht mehr. Und es ist locked. Henker hat den Cheat gecallt. Ja? Ich hätte auch alle sollen. Anderen nicht. Henker's Big Moment. Jetzt ist die Frage, ob. Also die Frage ist erstmal, ob du das richtig beantwortet hast. Und das ist es. Unter den neuen sieben, also nicht neun sieben, sondern unter den neuen sieben Weltwohnern, die chinesische Mauer vorzufinden ist und das Kolosseum, hast du beide genannt, ne? Aber auch der Taj Mahal, der auch gesagt, ne? Christo Redentor, also hier die Christusstatue, ja, Chichen Itza ist mit drin. Was ist das denn? Keine Ahnung. Das ist irgendwo bei Mexiko, glaube ich, so Maya-Ruin. Ach so, sind das Yucatan. Diese Dinger? Okay. Genau. Ne, das, was du meintest, ist Machu Picchu, glaube ich. Ja. Ich habe nur ja, diese großen. Also die neuen sieben Weltwunder, wie das genau unterteilt wird, weiß ich auch nicht. Die alten sind ja so hängende Gärten, Koloss von Rhodos und so, wie ihr schon gesagt habt. Ja. Es gibt quasi zweimal sieben Weltwunder. Und dann gibt es auch noch die Weltwunder der Moderne. Das ist auch nochmal irgendwie anders unterteilt. Da. So. Da. Bursch Khalifa genau. Und so Sachen. Muss ja. Nee, auch nicht. Hä? Nee. Aber das ist die Endtower. In Toronto. Da ist ja auch egal. Die Endtower. Es geht ja auch gar nicht um die Weltwunder. Es geht ja darum, ob Vayla gelogen hat. Na? Und Vayla hat diese Frage gekriegt. So und schade. Die Frage, ob Vayla dann sofort gesagt hat, ja, das ist eine Antwort, die blitzschnell aus dem Kopf raus oder ob du schon auf den Knopf gedrückt hast. Mann, ich und die Antwort ist... Scheiße. Ja! Oh, he did it. Ja! So knapp hatte ich ihn, so knapp. So hab ich euch, so knapp. Hab ich euch. Du hast instant gedrückt, oder? Sei ehrlich. Aber ich muss schon dazu sagen, dass dir vier Leute geglaubt haben, ist schon auch strong. Alter, das die Frage war nicht so schnell. Eigentlich war es obvious, als sie gefragt hat, ob sie noch ein drittes sagen darf und du nein gesagt hast. Weil du wusstest, sie hat alle da stehen und du wusstest, sie darf das nicht nutzen. Metagaming. Bella, ich küsse dein Herz. Nee, weil, also du alles klar, was ich gesagt habe. Ich habe Antwort schon gekriegt. Das hast auch du richtig, auch wenn es falsch gewesen wäre, Philipp, hätte ich es nicht noch durchgehen lassen. Das war so wichtig für mein Ego. Ja, yeah, I know, vielen aber Dank. Du wusstest ja, dass sie gecheatet hat und alle stehen hat, weißt du? Ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, ob sie gecheatet hat. Ah, okay. Ich gucke mir das meistens gar nicht an. Ich habe nur so ein Spoiler-Warning und wenn ich draufklicke, weiß ich, wie sie gecheatet. Aber ich klicke da meistens nicht drauf, weil ich ansonsten ja so lachen würde, wenn irgendwas sagt. Alter, dachte krass. Mir, ich wollte irgendwie noch ein drittes nennen, wenn ich jetzt irgendwie sage, Taj Mahal, so das kennt man. Und dann denken wir vielleicht, ja, ist safe. Ja, aber die Leute haben dir ja geglaubt. Also das war ja für dich fast best case so für eine schwere Frage. Das war krass. Baba Kali. Filmfrage bitte. Welches Gemüse hat LOL-Profi Faker zur Feier des Weltmeisterschaftssieges 2015 live auf der Bühne verspeist? Ja, Leute, ich bin halt ehemaliger E-Sports-Moderator, ne? Ich habe die Worlds 3000 Mal moderiert. Auch die Finals mit Bart zusammen damals angefangen, weißt du noch? Im Jahr 2017. Noch, ja. Und das ist natürlich, also der macht ja immer diesen Salto. Das ist ja das eine, was er macht. Und damals war das natürlich noch nicht so big, ne? Aber er hat dann natürlich, weil er ein gesunder Mensch ist, also ihm ist ja auch die gesunde Ernährung viel wichtig, hat er sich dann einfach so einen schönen Brokkoli reingeknüppelt. Also, und alle waren so, what the fuck? Warum macht er das jetzt? Ich weiß gar nicht mehr, wo es 2015 war. In Berlin? Stimmt, das war in Berlin, richtig, ja. Genau. Ja. Ja, nee, weil das Jahr davor, pass auf, ich sag dir warum. 2017? Warte. 2015 hat er die Rolle gemacht, oder? Nee, der hat die hier ständig gemacht. Billy. Der hat die doch Brokkoli immer war noch nicht 2015. Doch. Ich kann mich an diese Brokkoli-Sache auch nicht erinnern, weil ich war 2015 da und hab zugeguckt.
weiß ich noch, und da waren wir da alle in der Halle und da hat er die Rolle gemacht. Das ist alles Kalida, oder hat er kein Brokkoli gefressen oder nicht? Ist Brokkoli verspeisen Synonym für irgendwas, oder? Ah. Ist ich habe nicht, mit ihm geredet. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, Alter. Der hat eine Divine-Rolle gemacht und dann hat er abgebissen da von dem grünen Brokkoli. Die Frage ist ja nur zur Feier des Weltmeisters. Das heißt ja nicht, dass er das auf der Bühne gemacht hat. Ne? Und das danach? Kann sein, ich weiß nicht genau, wo das ist. Dann ist er live auf der Bühne. Richtig. Die Rolle hat er ja beim Dingsen gemacht, weißt du? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber du bist da so drinnen liegt. Das wird man bestimmt schon irgendwie mal gesagt haben. Ja, kannst dich noch erinnern, da und da. Ja, der hat den Brokkoli gefressen. Safe. Ich glaube auch, Kalle war immer so gut vorbereitet, dass er safe weiß, dass es ein Brokkoli war, der gegessen wurde. Ich glaube, 5000... 5000 Shows irgendwie moderiert. Das ist klar, weiß ich das noch. Also ich trau's dir voll zu, aber das Ding ist, ich muss mit Henke mitziehen, weil ansonsten überholt er mich. Oh. Was ist das denn? Also entweder verlieren wir beide einen Punkt oder wir gehen beide als nach oben. Ich fliege immer aus dem Discord hier raus, sorry, ich hab's jetzt gerade tatsächlich nicht gehört. Aber du hast schon so ein Umfeld von League of Legends Spiele. Das hat man doch bestimmt mal irgendwie so, hey, guck mal. Hey, das war mega das dicke Ding damals. Aber warum wusstest Brokkoli. Du dann nicht mehr, dass es in Berlin war, Kalle? Weil ich das mit dem Jahr mit The Main verwechselt habe, was das Jahr davor war. Und da haben wir nämlich auch in Berlin ja The Main gehabt, also The Main 1. The Main war 2015. Nein. Doch. 2014. Scheiße, du hast recht. Ja, und das Jahr darauf waren ja die Worlds in Berlin. Nein, 2015 war Main, 100%. Nein. Doch. Nein. Also Kalle hat 2017 mit mir angefangen. Aber was ist, wenn er das alles weiß, was er weiß? Ja. Außer dem Fakt, dass es Brokkoli war. Das ist 2015 war 100% Main. Und da war es zeitgleich mit Berlin Weltmeisterschaft war der Main. Nee. Doch. Main war 2016. Nein, pass auf. Das war damals, wir wurden nicht eingeladen, wir durften nicht mit rein und deswegen haben wir unser eigenes Ding gemacht. Ja. In der Halle daneben. Ja. Den eigenen Brokkoli gemampft. Hm. Ne, so Public View-mäßig. Du hast recht. Mhm. Ich hab irgendwie, ein Zahlendreher drin. Ja, kommt man auch durcheinander bei den ganzen Worlds immer. Das stimmt. Ihr hattet lange Zeit. Zwei Leute glauben dir. Ich logge ein, in drei. Das ist auch wieder so ein Ding, wo Kalle jetzt nicht sicher war und gedrückt hat. Aber eigentlich weiß er es. Kalle, mach mich jetzt nicht schwach, du weißt es doch. Ah, 2015 hat Faker seine Rolle gemacht, ne? Hat Philipp ja schon gesagt. Allerdings hat er. Ja, lass mich erstmal gucken, ob das korrekt ist oder nicht. Ein Fan hat vorher zu Faker gesagt: Ey, Faker, deine Haare, deine Frisur sieht aus wie Brokkoli. Und er meinte: Ey, du miese Sau. Wenn ich Weltmeister bin, dann esse ich Brokkoli auf der Bühne. Ich habe auch nicht gerafft, warum das jetzt so war, aber es ist der Brokkoli gewesen. Die Antwort ist richtig. Und jetzt kommst du ins Spiel, Kalle. Genau. Wenn du was sagen willst. Ich wusste, dass es um die Haare ging, aber ich dachte erst Blumenkohl. Und dann war ich mir einfach nicht mehr sicher. Alle. Und deswegen habe ich halt dann gecheatet. Genau das, was ich meinte. Du weißt alles drumherum, aber nicht mehr. Ach, Mann. Und man ist sich immer nicht sicher und dann drückt man. Aber Bart, von dir bin ich enttäuscht, dass du mich als Lügner darstellst. Ja. Ich hätte es dir voll gegönnt, aber ich musste mit Henke mitziehen. Ja. Quasi erst nach dem Sieg, nicht bei der Opening Ceremony, sondern nachdem er gewonnen hat, auf der Bühne. Es war schon live auf der Bühne. Und ja, also The Main war 2015. Ich finde das immer so kacke, wenn man da so dran ist. Man weiß es eigentlich immer. Also wir hatten alle hatten jetzt schon diesen Moment, wo wir es eigentlich wussten und dann aus Unsicherheit doch nochmal drauf gedrückt haben. Ja, Mann. Was gefährlich ist, wenn man Dinge dann doch nicht weiß, klar. Linda, chill kurz, es geht bei deinen Punkten ab. Ich eskaliere. Digga. Ja, aber gleich kannst du ja keine Punkte kriegen. Ne? Gleich kannst du nur dafür sorgen, dass andere Leute ihre Punkte verlieren. Was indem du mir folgendes beantwortest. Was denn? Nee, ich habe mit Philipp geredet. Ach so. Linda, folgende Frage. Ja. Welcher Vogel kann rückwärts fliegen? Sollte denn irgendein Vogel rückwärts fliegen wollen? Mama was vergessen hat. Also ich weiß, es gibt Vögel, die können so auf der Stelle fliegen. Mhm. Es gibt auch so einen Vogel, der kann so 3 Monate durchfliegen oder so. Mhm. Und die fliegen dann auch im Schlaf. Das ist crazy. Autopilot dann, oder was? Ja. Die lassen sich dann so treiben, so von der... Versuchst du gerade abzulenken, während du dir die Lüge anguckst? Also das, sind die Drohnentauben von der Regierung. Ja. Also das Einzige, was mir einfallen würde, was Sinn machen würde, wäre ein Kolibri, weil die ja, also die stehen ja auch immer so und die haben so übel schnelle Flügel und dann stehen die immer so, wenn die so ihren Saft da so rauslutschern mit ihrer Zunge. Ja. Oh. Sag doch nicht lutschen. Ich will den Saft rauslutschern. Die haben doch so eine Schnabel, da kommt so eine ganz kleine Mini-Zunge und dann wird so der,
der Nektar so rausgeluschert. Ja, es ist ja, zum Glück schon nach 22 Uhr, ne? Ich sag Kolibri. Ja, ja, sag ich auch. Dann lehne ich mich zurück. Boah, verunsichert das. Nee, das weiß das sie. Ist ja, das ist ja schon was, was man das schon weiß, man, oder? Das oh, weiß safe, man. Safe. Sie ist auch so tierinteressiert, sie hat Katzen, sie guckt TikToks mit Vögeln. Safe call. Linda hat auch ein Kolibri-Tattoo. Tatsächlich. Ja, war, das war privat. Ja. Sorry. Hast du wirklich? Hast du wirklich? Okay, ja, auf der Arschbacke. Foto schicken, du? Ja, privat dann, privat. Ne? Klar. Ach doch, die weiß das. Die also weiß für das. Mich gibt es hier zwei Optionen. Sie weiß es oder sie das weiß es, weiß war sich aber nicht sicher und trotzdem hat dann trotzdem gedrückt. Können wir mal ganz kurz sagen, wer von uns es gewusst hätte? Weil das war nämlich vorhin, also ich, okay. Weil das war aber vorhin ich weiß das nicht, Ding, ob ich mich auch gedrückt hätte, wenn ich dran gewesen wäre. Bei den neuen sieben Weltwundern vorhin haben wir nämlich alle uns gefragt, boah, neue sieben Weltwunder, was ist das? Und da hätte uns eigentlich bewusst sein müssen, dass Wähler sich auch diese Frage stellt. Aber hast ich glaube, du ein Trauma davon? Geht's dir gut? Ey, voll, Mann. Es geht mir gar nicht gut. Der Vogel ist schon ein bisschen was anderes als neue sieben Weltwunder. Richtig. Ich glaube eher, dass Linda nicht sicher ist, ob es noch einen weiteren gibt und dass der vielleicht eher gemeint wurde, weil er vielleicht dafür bekannter sein könnte. Mhm. Und darum auf Nummer sicher gegangen ist und vielleicht Kolibri wusste, aber nochmal gucken wollte, ob es vielleicht einen krasseren Rückwärtsflieger gibt. Ich gönne den Punkt, Kalle. Und ich muss eh voll Risk gehen, also wenn ich jetzt nicht drücke, dann ist es eh vorbei. Nee, das check ich sogar, aber ich glaube, Kolibri ist ja schon ein echt bekannter Vogel, so, ne? Warum stellst du jetzt solche Fragen, Linda? Nee, weil ich so, also ich verstehe, was Kalle meint. Aber ich verstehe es auch, ja. Kennt man. Also ich muss eh voll risken, ich muss drücken, sonst. Du weißt das doch. Philly guckt schnell noch so ein Kolibri-Video an, aber sie ist flackern. Weißt du was? Ich reite jetzt mit dir in den Sonnenuntergang, Kalle. Mir ist das scheißegal. Oh nein. Wir müssen immer was riskieren hier. Ich glaube, die weiß das, aber ich muss jetzt mal was riskieren hier. 3, 2, 1. Ja. Nein, Baso weiß das. Safe. Er weiß ihn auch, aber wir müssen hier mal was flippen. Hey, ich hab da eine ganz schlechte Nachricht für dich. Oh, nein. Digga, Linda, also gleich kracht's bei mir komplett, Digga. Kolibri ist richtig. Jetzt nicht die Arschböcke. Nein. Schlechte Nachricht, weil du nicht wusstest, dass der Kolibri rückwärts fliegen kann, oder? Nee, gar nicht. Ich dachte, der fliegt nur so auf der Stelle. Hm. Oh, das hab ich mir gedacht, warum fliegt der auf der Stelle? Wozu braucht er das? Oh, Ich höre gleich wirklich auf zu atmen. Da wurde gecheatet. Weil er halt so rein in den Sonnenuntergang. Mit dem Schnabel und der muss wieder raus. So. Und das ist sehr schön, und weil er einen Punkt kriegt. Alle. Ja, Alter. Danke. Zum Ausparken, ja. Okay. Ja. Der Kolibri, der fliegt rückwärts und der lutscht ein bisschen Saft aus seinem Blümchen raus. Ja, der lutscht. Weiß man. Der wurde auch tätowiert. Vollkommen danke, dass ihr mir geglaubt habt. Gib mir Hoffnung. Auch. Ich habe ihr gar nichts geglaubt. Na, jetzt ist er zurück abgefahren nach der Aktion. Ich wusste von vornherein. Nur mit Kalle mitgegangen, du wusstest auch gar nicht. Ja. Vielleicht. Ich hätte mir alleine einen Punkt snacken können. Scheiße, Digga. Also, Philipp. Das ist krass. Ja, ich bin wieder dran. Komm, Fußball. WoW. League of Legends. Spanisch. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Kulanz, 1 Million. Messpunkt? Was eine Kulanz. Warte, lass mich nochmal gucken. Kann ich dir sogar rausgeben? Messpunkt? Ja. Ja, das also ist nicht unwichtig. Zeitpunkt der Messung. Wenn er jetzt sagt 19. Also die Mauer war schon weg. 20. Ja. Würde ich sagen. Das ist eine Schätzung basierend auf den neuesten Daten der Vereinten Nationen und das müsste auch relativ aktuell sein. Ich komme aus Österreich und ich weiß es. Wirklich? Schön, erzählst du deinem Friseur-Wähler. Es geht nur darum, ob er es weiß oder nicht, wenn es ich in Österreich mitbekomme. Die Frage ist halt so, immer noch die Zahl, die ich damals gelernt habe. Ja, das ist nämlich auch meine Frage. So, wir haben ja alle eine Zahl im Kopf, die können wir jetzt alle mal sagen, ne? Nach einer Reihe. Wollen wir mal oben anfangen? Nee, du gib erstmal deine Antwort, Philly, dann machen wir das. Ja, das ist ja viel schlauer, ne? Ja, ja, also wenn man 1 Million Kulanz hat, ich habe jetzt im Kopf natürlich die 82 Millionen, die man so lernt. Das wäre jetzt aber dumm, 82 Millionen zu sagen, weil es ist ja tendenziell eher mehr geworden. Deshalb würde ich jetzt für die 82.999.000 gehen und bin dann immer noch safe, wenn es 82 Millionen sind. Aber wenn es 83 oder 83,999 Millionen sind, bin ich auch noch safe. Deshalb sage ich das. Sagst du mir deine Antwort bitte final einfach nochmal? 82.899.999. Okay.
Das ist Philipps finale Antwort. Also es kann ja niemand eine gecheatete Antwort sein. Kann es schon. Naja, er kann jetzt rein theoretisch... Ich kann ja auch gewürgt haben und dann steht da 83 Millionen und ich sage genau. Aber 82,9999. Es geht halt nur darum, ob er auf Cheat geklickt hat oder nicht. Aber ja. du wärst immer noch raus, weil ich glaube, die richtige Antwort ist 84 Millionen. Ich glaube, die ist immer noch 83, irgendwas. Und ich glaube, da ist er mit drin, weil er dieses 82,9... Ich glaube, die Antwort ist richtig. Ich bin mir nicht sicher, ob er gecheatet hat. Weil ich hätte 83 im Kopf gehabt. Na, whatever, ich gehe kurz pullern. Das ist eine super Idee, ja. Einfach genommen. Okay, gut. Der Rest also der Leute... Ich würde mich auch wundern, wenn... Also, Philly weiß das ja, ne? Er weiß das. Warum würde er jetzt drücken, so? Hättet ihr eine Zahl im Kopf gehabt? Ja, ich hatte auch die 82. Weil ich glaube, 82 ist das, was man damals in der Schule gelernt hat, auch so. Mhm. Und ja. Wenn du dann davon ausgehst, ist ein bisschen mehr geworden, so wie Philly gesagt hat, so. Die erste Zahl, die ich im Kopf hatte, war 8,8 Millionen. Dann dachte ich, warte, das ist ein bisschen zu wenig. Das ist Österreich. Ich finde auch gut, dass du gesagt hast. Ich bin schon wieder beleidigt. Als Österreicherin weißt du das. Naja, ist auch nur Spaß. Aber gehst du auf diese weirde Zahl, wenn du nicht genau weißt, in welcher Range du sein musst? Ja, ich glaube, Philly. Ich glaube, Philly wusste 83 Millionen oder so. Und war so, boah, aber ich bin mir nicht sicher. Ich klicke mal drauf und dann sieht er so 83,8 oder so. Und dann ist er so, boah, wenn ich jetzt richtig smart bin, dann nehme ich so einen Wert, der so mit der 1 Million Grenze genau drin ist. Der muss sich ein Schmunzeln verkneifen. Ich sehe das doch in dem Augenwinkel, in dem Mundwinkel. Für mich ist das ein... Billy hat da ein bisschen reingeschieden. Ich glaube, der Bart... Leute, mein Nachbar ist gerade da, mein Auto ist noch angefangen. Ich glaube, der Bart, wir reiten zusammen in die Sonne. Nein, der Lupo. Er ist auch ein bisschen rot geworden gerade, ne? Guck mal. Ich habe so die Kette gespielt. Ich habe so dieses typische Philly Westside, scheiße, ja. Bart hat mich durchschaut, Grinsen, so leicht im Anschlag gesehen, deswegen... Ich glaube einfach, du gehst nicht für so einen weirden Point, wenn du nicht genau weißt, bis wo die Kulanz gehen darf. Ah, da steht da 1 Million. Weil wenn es jetzt nämlich, sagen wir mal wirklich, er ist sich nicht sicher gewesen, ob es gewachsen ist oder nicht. Die Zahl ist ja nicht runtergegangen. Wenn er 83 Millionen gesagt, so dann wäre es 82 bis 84 weil gewesen. Irgendjemand mich angerufen hat, aber ich weiß nicht wer. Auf Skype? Nee, bei... Gehört. Ja. Henke, die Frage ist, willst du in die Sonne reiten oder nicht? Na, das weiß man doch. Das weiß man doch. Aber dieser weirde Wert, den er gesagt hat, ist halt... Ja, aber warum sollte er cheaten? Ich check das nicht. Ich glaube, du sagst so einen weirden Wert nur, wenn du gecheatet hast und zu 100% sicher bist, dass du drin bist mit der Kulanz. Na. Okay. Also, Henke und Baso lassen sich nicht umstimmen. Ich bin. Doch, lass nicht mich! Scheiße, der weiß das. Ich hab aber Bock. Ich muss mitgehen, ihr könnt keinen Gruppenzwang machen. 3, 2. Ah, so. 1. Ah, so. Ah, so. Ah, so. Nein, ich gönn's dir. Ich gönn's dir, Philly. Ich gönn's dir. Du hast gesagt 82,999, oder? Nein, ich hab gesagt 82,999999. 82,99 ist auf jeden Fall, ist Philipp, es ist drin. Bart, jetzt kommen wir zu dir. Ja? Du hast ja wirklich einen sehr intelligenten Ansatz und hast gesagt... Ich fand den gar nicht so intelligent, muss ich sagen. Du fandst den gar nicht so intelligent. Warum? Nee. Weil ich ja das, wenn ich... Also, Bart hat vergessen, die Option in Betracht zu ziehen, dass ich es weiß, mir aber nicht sicher bin. Also, ob es jetzt 84 oder 83 ist. Da habe ich dann mathematisch die sinnvollste Antwort gegeben, meiner Meinung nach. Wenn du 84, wenn du nicht sicher warst mit 84, dann wäre es ja falsch gewesen. Ja, ich wusste, dass es nicht mehr 82 sind. Deshalb gehe ich so weit weg wie möglich von 82. Aber um noch in der 82er-Range zu sein. Aber dann kannst du trotzdem nicht an 84 gedacht haben. Du hast gerade 84 immer gesagt. Wahrscheinlich hast du 84, dachte ich. Ah. Nur noch smarter wäre wahrscheinlich 83 zu nehmen. Aber dann hätte ich 83 wäre smarter gewesen, ja. Also, lustigerweise habt ihr... Beide bis zu einem bestimmten Punkt recht, weil Philipp wirklich genau 1 Million von der richtigen Antwort weg war, aber ohne zu cheaten. Wow. Ja, weil laut Schätzung sind es 83,9 Millionen, sprich mit 82,99 bist du genau in der Kulanz geblieben, so wie es Bart gesagt hat, aber halt ohne zu cheaten. Das ist verrückt. Ich lasse los. Und alle außer Linda lassen los.
Drogenzwang in das Haushalt. Scheiße. Aber deswegen habe ich damals mit Drogen angefangen. Also Philipp, du hättest natürlich auch einfach 83 flat nehmen können, dann wärst du bei 82 und 84 drin gewesen, ne? Genau, das wäre halt, ne? Das war der eine Fehler. Die eine Zeit. Hätte Bart nichts gesagt, aber genau damit hast du mich gekriegt, ne? Also genau das war das Play. Bitte was? Können wir dich canceln, bitte? Okay, klar, ist kein Problem. Ich muss auch dazu sagen, da gibt es verschiedene Quellen und die sagen alle ein bisschen was anderes, aber du wärst in jedem Fall drin gewesen. Weil es gibt andere, die sagen, 82,8 ist irgendwie angepasst worden und aber ist einfach weird. Ne? Ich habe mein Mindgame jetzt schon komplett verspielt, das heißt, jetzt werde ich einfach reinscheißen. Das ist sehr gut, weil jetzt bist ja du dran auch mit Frage. Richtig, sage ich ja. Ja. Und da du dich bestimmt hervorragend mit Musik auskennst, kannst du mir auch beantworten, aus welchen Instrumenten ein Streichquartett besteht. Ja. Cello. Geige, obviously. Und Bratsche. Quartett sind aber vier. Aber es gibt ja zwei Geigen. Aber du hast Geige gesagt. Oder. Ich habe damals in der Schülerband gespielt. Ich war in der Musikschule. Bruder. Und wir hatten eine Blaskapelle. Aber warum ist dir das so wichtig, dass wir das jetzt wissen, Bart? Ich glaube, das vielleicht ist er wirklich so in der Schule gewesen mit Musik und hast du nicht gesehen, aber so auf den Schlag zu wissen, was jetzt wirklich im Streichquartett drinnen ist und es darf ja auch nicht falsch sein, weil sonst kriegt er einen Minuspunkt. Er darf nicht falsch liegen. Ich glaube, er hat zur Sicherheit gedrückt, wenn er es wirklich falsch. Also du hast einfach nur drei Instrumente genannt und ich habe dich dazu gebracht, dass du zweimal Violine sagst. Aber okay, dann wäre ich ja eher falsch, als dass ich gecheatet hätte. Naja, aber nee. Also ich habe dich ja quasi dazu mehr oder weniger gebracht, dass du den Cheat sogar revealst, meiner Meinung nach. Ich muss ja vorher schon geklickt haben, Ben. Ja, aber dass du den Cheat revealst, dass du gecheatet hast, hast du, indem du nicht vier Instrumente genannt hast. Geil, das alles nicht mehr. Was ist jetzt die Antwort gewesen nochmal, Bart? Oder dass du die Info nicht... Cello ist dieses große Ding, ne, wo du stehst. Was mit dem Kontrabass? Spielt keine Rolle. Bart? Lügst du? Da gibt's diesen Kindersong, den du nicht mehr nehmen kannst, weil der so outdated ist. Wie nennt man denn dieser Song? Wie nennt man denn die ganzen Anschlagsarten, wenn man spielt? Die was? Ja, es gibt ja Junge, ich habe Schlagzeug gespielt damals und Percussion und gesungen. Aber was ist denn deiner Meinung nach zum Beispiel ein Staccato, möchte ich gerne von dir wissen. Das ist, wenn du schnell spielst. Und ein, wenn du nur so ganz leicht einmal anspielst, was ist das dann? Junge, das weiß ich nicht, Mann. Das ist ein Pizzicato, oder? Ja, das weiß man nämlich, ne? Ja. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe in der Schule Musik abgewählt für darstellendes Spiel. Da merkt man, cringe, du mit Schauspielern kannst, aber keine Ahnung von Musik hast. Das war cringe, weil ich wollte nicht Noten auswendig lernen und bin dann in darstellendes Spiel gegangen und musste Text auswendig lernen. Ich Vollidiot. Das war das Dümmste, was ich hier gemacht habe in der Schulzeit. Ist das so eine Aussage, die man sagt, damit man mehr Glaubwürdigkeit hat? Nee, es ist wahr. Also das ist legit einfach wahr. Ich war immer noch, dass du nur drei Instrumente genannt hast. Oder dass du nicht gesagt hast, dass du nicht zwei Violinen genannt hast. Weil du zwei doppelt hast. Cello ist doppelt. Aber wissen wir ja nicht. Zwei doppelt, aber dann wären es ja fünf. Du hast die Geige doppelt. Alter. Junge Philly. Aber das hättest du ja sagen müssen, wenn du es gewusst hättest. Nein, die Frage war, aus welchen Instrumenten besteht es? Ja, aber... Der cheatet das. Quartett sind halt vier. Das hättest du sagen müssen. Guck mal die Kamera. Willst du mich noch fragen, ob ich gelogen habe? Zwei Violinen, warte, aber es steht wahrscheinlich ich halt nur da, Violinen. Halt Augenkontakt. Ich habe nicht gelogen, Willi. Na gut. Doch, hast du. Für mich macht es keinen Sinn, dass er gecheatet hat, weil wenn er gecheatet hat, dann würde doch in der Antwort nicht drei Sachen stehen. Dann würde da doch stehen zwei Geigen. Oder Geigen. Aber er hat ja nicht gesagt. Na, da steht ja auch welche Instrumenten vorgelesen. Aber es wäre ja prinzipiell richtig. Es muss ja nicht gesagt sein, aus welchen Instrumenten. Es reicht ja, wenn du die drei nennst. Die vorkommen, ist ja eine Definitionsfrage. Die vorkommen, hat er aufgezählt. Ja. Es könnten auch zwei Bratschen sein, es könnten auch zwei Cellos sein. Vielleicht war er deswegen so verunsichert, weil Kalle nochmal wegen dem Quartett nachgefragt hat und dann sieht Bart da so, hey, warte mal, da stehen ja nur drei und dann sagt er, guck, zwei Violinen, ne? Aber okay, man muss dazu sagen, wenn das in der Aufgabe nicht steht, also ich würde gerne gleich mal wissen, was in der Antwort steht von Vlesk, weil wenn da nicht zwei Violinen stehen. Das ist auch gar nicht richtig, das könnte ja auch noch sein. Ich glaube legit einfach nur die Instrumente, die vorkommen und nicht die Anzahl, ob da was doppelt ist oder nicht. Ja, wisst ihr jetzt so aus dem Stegriff, aus welchen Instrumenten Streichquartett besteht? Nein.
Nein, ich habe keine Ahnung. Das ist ja das Ding. Na eben. Also Kutscher ist, glaube ich, derjenige, der sich am besten mit Musik auskennt. Von und ich habe keinen Plan. Also ich hätte auch Streichinstrumente aufzählen können, aber ich hätte nicht gesagt, dass es dann ein Streichquartett. Wir hatten damals bei uns in der Schülerband am Anfang eine Geigenspielerin, aber die ist dann gequittet. Was? Das gab gar keinen Sinn, dass du zu sitzt. Das ist so unnötig eigentlich. Soll ich euch noch ein paar Sachen aus meinem Leben erzählen? Sehr gerne. Hau raus, komm. Okay, ich war mit der Gitarristin eine Zeit lang zusammen, aber das war okay, cool. Ein sehr schöner wie der weirde Flex, der hatte eine Freundin. Ja. Okay. So lange her. Taylor Swift. Das war richtig unangenehm. Taylor Swift. Wer hat gerade, ganz kurz, wer hat gerade Taylor Swift gesagt? Ob Chris. Das ist krass. Wer hat Taylor Swift gesagt? Oh. Nee, Taylor. Krasser Künstlername, aber. Ich verstanden, sorry. Ich überlege ein Rebranding, danke, Brasso. Wer halt ja, geklaut. Mann. Mach lieber nicht, sonst wirst du verklagt. Stimmt. Oh, Linda, einer von uns beiden drückt jetzt. Ich mach gar nichts. Drei. Zwei. Eins. Oh, ja, ich mach gewonnen, Brasso. Ich will den Punkt, ich will an Linda rankommen da jetzt. Hier, die vier machen wir jetzt. Aus welchem Instrument oder Instrumenten besteht ein Streichquartett? Du hattest absolut recht, das sind zwei Violinen, ein Viola de Braccio und ein Violoncello. Richtig, und das weiß ich, weil ich damals auf der Musikschule war und auf Cheat verwenden geklickt habe und Philly den Punkt geben wollte. Jawohl! Junge, Philly, ich tue alles, damit du mit Linda gleich zum Schwitzen bringen. Das steht auch genauso in der Antwort. Geige, Bratsche, Cello. Ja, also ich wusste, dass es zwei Geigen sind, aber ich hätte nicht gewusst, dass es Bratsche ist. Ja, das vergesse ich jedes Mal, wenn du mich danach fragst. Ja, also es ist einfach, die ganzen V-Sachen sind im Streichquartett drin, ne? Violine, Viola de Braccio oder so heißt das, glaube ich, und das Violoncello. Das hat mich so irritiert, dass da nur drei Sachen waren, obwohl es um ein Quartett ging. Und da dachte ich so, in der Antwort werden ja nicht nur drei Sachen stehen. So. Doch, das Gute ist, die drei verschiedenen Instrumente, eins ist halt zweimal drin, ne? Aber technisch gesehen ist er trotzdem richtig. Da hat Kalle ein bisschen unser Konzept gemacht, das war gut. Gut gemacht, Kalle. Aber tatsächlich war ich wirklich nur ein bisschen so baffled, wie heißt es auf Deutsch? Verwirrt. Verwundert. Oder verwundert, weil es wirklich einfach ein Instrument zweimal gab und ich war so, warum fragt jetzt Kalle? Es sind ja nur drei. Ja. Letzte Runde. Ach, machen wir noch eine. Jetzt. Wir machen noch eine letzte Runde, geht es. Wir brauchen sie ja, damit Linda und Philly hier mal sich betteln. Ich hole mir den Sieg. Na, versuch's doch. Henke. Ja. Wo liegt der untere Fixpunkt der SI-Basiseinheit für Temperatur Kelvin? Geht auf Twitter ganz groß jeden Tag. Direkt nach der Meldung mit Robert Downey Jr. Also, Freunde. Sag mal, Henke. Wir reden hier bei Kelvin. Ne? Vom absoluten Nullpunkt. Ja. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wo liegt der absolute Nullpunkt? Henkmann, sag es uns. Ja? Bitte. Und der liegt bei minus 273. Komma. Ja. 1,5. Also Henke, bist du ja die ganze Auto gefahren, ne? Wie sind wir uns einig? Ich habe minus 273, kann man wissen, aber die Kommazahl, nee. Also ich hätte das in dem Leben nicht gewusst. Aber ist gut, auch so eine Frage, selbst wenn ich das weiß, würde ich glaube ich aus Sicherheit drücken, weißt du? Weil ich mir nicht sicher wäre. So. Das Ding ist, ich halte Henke halt für so einen smarten Menschen. Dass ich an der Stelle halt auch einfach mitziehen muss, weil ansonsten verliere ich halt. Ja, löst auf, das ist so eine beschissene Frage. Lesk, wer soll das wissen? Wer soll das wissen? Keiner weiß das. Ich wusste nicht mal, was der mit SI-Basiseinheit meint. Ich hatte Basiseinheit für Temperatur. Ich hatte Chemie. Gott, keine Ahnung. Ich hatte Chemie studiert und im Studium wird das auch nur mit, also ohne Kommazahl gesagt. Ich löse das mal auf. Henke hat gecheatet. Ah. Ja, pass auf, deswegen ich diese Scheiße, ich wollte eigentlich diese Kommazahl nicht sagen, aber ich hatte Angst, dass wenn Wesk jetzt sagt, ja, du hast die Kommazahl nicht gesagt, das ist eine falsche Antwort, jetzt ficken wir dich doppelt. Und da hatte ich keinen Bock drauf, deswegen habe ich diese Kommazahl noch genannt. Bruder, das war eine richtige Scheißfrage, Wesk. Nächstes Mal will ich es abgeholt haben. Ja, es tut mir leid, aber denk dir du noch mal 24 verschiedene Fragen aus, die alle gleich schwer sind. Das machst du ja nicht, das macht der Mitarbeiter. Ja, doch, das war alles ich. Das war alles ich. Frag mir mal, ich saß, um 10 Uhr saß ich hier schon und habe alles vorbereitet. Linda, sag's. Nee, er war es wirklich den ganzen Tag. Ich sag, Linda cheatet. Ich sitze manchmal mit Brainlag, sitze ich manchmal 6 Stunden ab 8 Uhr morgens hier. Jetzt mal ganz kurz. Kopf steht, Henke. In welchem Universum
in welchem Universum ist diese Frage genauso schwer wie die Frage, wie heißt der Butler von Batman? Hallo, entschuldige, bitte. Ich sehe also, jetzt auch nicht gewusst. Ich habe nie Batman gesehen. Oder Kurkuma. Kurkuma. Kurkuma war okay, fand ich. Ja, Frage alle gleich schwer an 1961, König irgendwas. Aber ich habe ja gerade gesagt, eine schwere zu kriegen als eine leichte, glaub mir mal. Es ist nicht ganz so leicht, wirklich so sehr ausgewogene Fragen sich auszudenken. Manche sind halt ein bisschen schwerer, manche sind ein bisschen einfacher. Die hier war ein bisschen schwerer, Enkel. Bisschen schwerer, bisschen schwerer. Wähler, vielleicht wird deine ein bisschen einfacher. Komm, ich bin vielleicht ist deine aber auch ultra schwer. Ich bin so ready. Lass dir nichts anmerken, es ist, wer lügt hier. Du musst es nicht wissen, du kannst zur Not auch cheaten. Vielleicht weißt du es aber auch. Na, wenn du dich mit Fortnite ein bisschen auskennst. Fortnite. Let's go. Welcher Streamer ging als Gesamtsieger des ersten Fortnite-Ball hervor? Herr Strobel. Herr Strobel. Nie im Leben weißt du das. Nie im Leben. Hör auf meine Antwort und dann sag mir nochmal, ob ich es nicht weiß, ja? Chef Motherfucking Popel. Weiß sie nicht. Das weiß sie nicht. Ich habe bis jetzt bei jedem Fortnite-Turnier von der Marvel gemacht. Und. Ja, aber die sind ja ein bisschen länger her, ne? Aber wer hat denn, nee, wer hat den Ball immer so kommentiert und moderiert? Keine Ahnung. Warte mal, es gab einen Fortnite-Ball? Was Alle, ich weiß, dass du das warst. wobei, bei dem ersten Fortnite-Ball war ich tatsächlich nicht dabei. Aber bei den von PUBG immer. Wähler, wann war denn das erste Fortnite-Ball? Keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung. Du hast nur noch das Bild in der Hand, das Bild im Kopf, wie den Pokal in der Hand hält, ne? Nein, nein, Digga, also bei Chef Strobel. Der postet alles auf Twitter. Da kriegt man das bestimmt auch irgendwie mit. Na, zum Glück postet er nicht alles auf Twitter. Was ist denn Ball nochmal gewesen? Kannst du nochmal. Nee, also. Ach so. Also ich spiele selber Fortnite und ich spiele gerne Turniere und ich krieg das auch. Ich bin so ein bisschen so in dieser Turnierbubble drin. Auch generell von. Okay. Gleichzeitig getrennt. Ich komme ja aus der Competitive-Szene auch. Mit der ich habe halt leider wirklich in der Produktion mit drin gehangen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Also wenn du das wirklich gewusst hättest, dann hättest du es, glaube ich, anders gesagt. Ja, ich muss noch, warte, ich muss noch wissen. Der Teammate war CY0XGG. Welches Instrument hast du damals gespielt in deiner Schülerband? Klavier. Violine. Aber die zweite. Leider haben alle auf Cheat oder auf Cheat gepocht. Also darauf gepocht, dass du gecheatet hast. Das lock ich ja mal ein. Boah, das ist crazy. Chef Strobel ist richtig. Chef Strobel ist absolut richtig. Ich wusste auch, dass es Chef Strobel war. Du wusstest, dass es Chef Strobel war? Ah, du warst ja nicht sicher. Ja. Weil es Fortnite-Ball. Ja. Nee, ich hab das Fortnite überlesen. Ich dachte mal. Also ich kannte nur dieses eine Ball mit PUBG. Ich wusste nicht, dass es einen Fortnite-Ball gab. Ja, wir haben das immer so abgewechselt. Mal Fortnite, mal PUBG. Es gab, glaube ich, erst so zweimal PUBG-Ball, oder? Und dann gab es einmal Fortnite. Ja, das war eine geile Zeit. Okay. Das hast du nicht gehostet. Das war hier Max zusammen mit Trimax, glaube ich. Nee, hier. Keine war immer der Social Media Guy, ne? Sola war das. Nee, ich habe ab einem Sola gewissen Teil habe ich immer so einen Quiz gemacht bei Fortnite. Ich weiß noch, dass du da mitgespielt hast, Philipp, weil ich bin dann hingefahren und dann sind wir danach feiern gegangen. Nein, wir haben zusammen gespielt und da ist mein Controller beim Rausspringen ausgegangen. Und dann haben wir die ganze Zeit Malle Musik gehört und sind mit dem Auto über die Wand gefahren. Nee, das war bei PUBG. Ja, meine ich doch. Ja, aber bei Fortnite-Ball, da bin ich nämlich hingefahren, dann sind wir zusammen in die Bar gegangen, glaube ich. Das kann sein, abgeholt. Ja. Ah, da wo ich Max abgeschossen habe und er den ganzen Abend nicht mit mir geredet hat, weil er so wirklich so sauer war. Das kann sein, ja. Hattest du damals auch einen Kater von deinem alkoholfreien Bier? Nee, damals war ich noch unter 30. Ja, okay. Da war die Welt noch in Ordnung. Aber wie hat sich dein Kater angefühlt? Wie geht das, von einem alkoholfreien Bier einen Kater zu bekommen? Ich glaube, ich habe einfach zu wenig getrunken über den Tag verteilt. Ja, okay. Deswegen war ich so mehr dehydriert als irgendwie verkatert. Okay. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach, werde ich alt. Das ist so lache. Ich habe auch Same geschrieben und du hast so drunter kommentiert. Ich habe die ganze Zeit getrunken. Ich habe die ganze Zeit Alkohol getrunken. Ja, gut, das erklärt auch einiges. Ja. Anyways. Linda, du wolltest irgendwas sagen noch? Du hast Jan oben gehabt? Nö. Du hast einfach nur die Hand hochgehalten. Aber? Ja, okay. Weiß ich auch nicht. Sehr gut. Ist ja auch gar nicht dein Zeitpunkt gerade. Wir machen erstmal bei Kalle weiter. Du kriegst eine wunderbare Frage, Kalle, von mir. Ah, ich freue mich schon. Wunderbar, wirklich. Wie heißt der Gewinner der ersten Staffel DSDS mit vollem Namen? Ja, wie viele Staffeln gab es da jetzt mittlerweile? Es ist nicht Dieter Bohlen.
Das ist sogar schon 20 oder so. Also die erste Staffel, also Deutschland, ne? Ja, DSDS Deutschland. Ja. DSDS Deutschland ist schon, ja. DSDS Spanien. Deutschland sucht den Superstar Deutschland. Hey, das wäre meine Frage an ihn gewesen, Bart. Hör auf zu reden. Das kann er nicht. Ich habe noch gar nichts geantwortet, ne? Ihr drückt schon auf Lüge. Ja, Digga, das ist so ein Ding, das kann man nicht wissen. Also da wird man auch, wenn du es weißt, was draufklicken. Ach so, glaub, das nee, das man war... Denkt, man weiß es und dann ja. Jetzt weiß Kalle nicht, ob er drücken soll, weil er sich nicht... Ich muss ja schon drücken. Ja, ich hab ja, mittlerweile. Also... Achso, also ich dachte nämlich, das wäre Pietro Lombardi, aber es war natürlich Alexander Klaas. Weiß man auch. Das war ja das Jahr auch, war da nicht hier dieser Daniel Kübelberg noch dabei in dem ersten Jahr? Ja. Ja? Ja, das müsste der, hier, Take Me Tonight, der war das, glaube ich, ja. Mann, oh! Sag mir am Arsch, Alter. Das ist die Frage. Oh, fuck. Scheiße. Na, Philipp, drück mir, oder? Drück du mal. Was machen wir denn? Drück. Jetzt hat er gesungen, ne? Drück sie zuerst. Ja, ich werde in der letzten Sekunde entscheiden, was ich mache. Mann, Alter, als ob ich DSDS das noch weiß, Junge. Ich bin auch schon alt zwar, aber ich habe auch ein Gehirn wie ein Sieb. Ey, ich kann mir nicht mal merken, was ich gestern gegessen habe. Das ist ein Game of Chicken. Den beiden. Aber ich glaube, du musst irgendwann Staffel anfangen, runterzuzählen, halt... Blässe, und wird das nicht länger dauern. Ich dachte wirklich Pietro Lombardi, aber ich glaube, der war 3 oder 4 ja. Oder so. Ja. 5, 4. 3. Erste Staffel ist so lange her. 2, 1. Oha. Ich hätte es nicht machen sollen, ich war mir so sicher, aber ich habe mich nicht getraut. Alexander Klaas. Komplett richtig. Willst du nochmal vorsingen, Kalle? Nee, ich genieß gerade einfach. Nicht, aber er hat auch nicht gecheatet, er wusste es. Ey, wow. Ah, ich hab den Namen noch nie gehört. Warum? Ich wusste das sofort, weil ich hab das so gesuchtet früher. Ich wusste das sofort. Kalle war früher auch so ein Tanzbär und so. Der kann das nicht. Ich dachte auch, das ist genau sein Content. Ich hab's mir genau gedacht, aber dann hat Linda gedacht, dachte mir so, scheiße, ich kann jetzt nicht nach hinten fallen, dann muss ich auch drücken. Und ich hab dann extra mir überlegt, wie kann ich jetzt machen, dass ihr denkt, dass ich lüge? Das war mein größtes Problem. Ja, das haben wir die ganze Zeit am Ende dann so gemerkt, so dieses krasse Lachen. Das war echt Pietro Lombardi, naja. Alter, das war stark geplayed. Ja. Ja, wirklich, das war keine Ahnung. Wenn man so ein bestimmten Alter ist, DSDS Staffel 1 hat auch jeder geguckt. Also ja, ja. Aber das ist so lange her, dass man da den Namen noch weiß. Janelle Schoppmann war da noch, die zweite, weiß ich noch. Stark. Dass du gesungen hast. Als du gesungen hast, war ich so scheiße, ich hab reingeschissen. Ja, ich hab so, in der letzten Sekunde hab ich gesagt, komm, Philly, komm, drück nochmal. Butschi, drück doch, komm. Ja, Mann, da hatte ich nicht die Eier, Mann. Aber könnt ihr euch so allgemein guten Namen merken? Also ich tu mir immer schwer mit so Bundeskanzlern, Politik, Sänger, Schauspieler. Da gibt's immer Leute, die können das richtig krass auswendig. Ich check das nie. Also bei mir war es jetzt auch wirklich so, wie Baso gesagt hat, so die erste Staffel hat man halt geguckt und ich wusste das dann halt alles noch. Aber wenn du mich jetzt Staffel 4 fragst, keine Ahnung, wer überhaupt dabei war oder so. Ich glaube, das war actually sogar Pietro Lombardi. Ja. Der war Staffel 8, der war viel später. Was Staffel 8 oder Staffel 9. Oder? Echt? Doch, war so spät. Thomas Godoy war Staffel 4, pass auf. Oh, klar. Das kann sein. Ja, wir haben mal einen Quiz gehabt, oder, Philipp? Wo wir so DSDS-Gewinner aufzählen mussten. Kann sein, ja. Weiß ich gar nicht. Oder nee, hier Juroren war. Juroren? Kommt der hin, ja. Juroren? Ja. Aber ich glaube, Supertalent? Nee, das war DSDS, ja. DSDS, ja. DSDS. Das war hart. Das war die schlimmste Zeit, wo so alles durcheinander kam, weil es irgendwie 10 verschiedene Sendungen gab. Da wusste man nicht mehr. Ja, Popstars auch noch, ey. Ja. Auch gute Zeiten. Aber auch, dass du am Anfang noch gesagt hast, so DSDS Deutschland. Ey, ja, das war. Ich wusste es halt sofort. Ich dachte so, was sage ich jetzt? So. Es war richtig gut geplayed. Ja. Es war so lost, dass ich mir dachte, nee, das kannst du nicht spielen. Ja. Staffel 4 war Mark Medlock scheinbar. Aber Mark Medlock hat Banger gemacht. Ja, das stimmt. Das war krass. Ich war irgendwie, mein 7-jähriges Ich war The Crush auf Mark Medlock. Ein 7-jähriges? Oh mein Gott, ich und bin auf, so und alt, auf, und auf Dieter Bohlen. Ja, vielleicht war ich auf 4 oder 5, das kann auch sein. Machen bei dir weiter. Wie heißen die speziellen Augen des Uchiha-Clans aus Naruto? Ich bin so froh, dass ich diese Frage nicht bekommen habe, ey. Das ist ehrlich geschenkt, oder? Naja, die Frage ist, ob es für uns geschenkt ist. Sharingan.
Das ist ja so geil, wenn du jetzt einfach Sharingan gesagt hättest oder irgendwie so richtig wild betont hättest. Ich riskiere es jetzt, Linda. Das wird jetzt entscheiden, wer hier gewinnt. Ist Linda so eine Anime-Maus? Ja, auch schon, oder? Alle Cosplayer gucken doch irgendwie so Anime-Kram, oder nicht? Ich gucke selber jetzt okay. Nicht so viel an, also schon Anime, aber zu Naruto bin ich nicht drin, aber ich wusste auch, dass es Sharingan ist. Wer ist so der bekannteste Charakter, der das hat? Naruto. Der Philly. Digga, ich hab das auch nicht geguckt, keine Ahnung. Philly hat Gunwall. Ach, Uchiha sind die in der ersten Stadt, ne? Bevor der Professor Eich kommt und sagt, ey, du darfst doch nicht alleine ins Gras gehen hier. Henk ist nicht mehr so, what? Anders ist die mit Sasuke, waren das die? Ja, ja. Naruto ist so langweilig. Boah, Linda. Niklas. Das war dieses Rote, ne? Ah, siehste. Ja, es tut sich nicht viel. Ich lock das mal ein in drei. Weiß das doch. Zwei. Komm, scheiß drauf. Eins. Sharingan. Richtig. Grün. Ich darf Linda. Ich noch einmal machen? Alte Cosplay-Maus. Darf ich noch einmal machen? Einmal. Was denn? Henk, ich hab da eine ganz schlechte Nachricht für dich. Scheiße. Das wird, Linda, ich werde halt für den Rest des Jahres werde ich nicht mehr mit dir reden. Das ist halt krass. Wie kann man okay, nicht das so brechen? Das ist Wahnsinn. Ich finde das gut. Ich mach Henk so fertig heute. Das ist krass. Das ist krass. Wirklich krass. Ich denke, du weißt sowas. Dachtest nee, aber auch, dass sie Cosplayerin ist. Warst du nicht? Ich dachte immer, ich hätte dich dazugeordnet. Voll süß, nee, nehme ich gerne. Warst du nie Cosplayerin? Ich dachte immer. Nee. Seitdem sie es verboten bekommen hat, nicht mehr. Digga. Verboten? Ja. Von so einer anderen Creatorin hast du es verboten bekommen, habe ich gehört. Durftest du nicht mehr machen. Nee, ich glaube, das war genug. Von Annie the Dark? Das war ein Joke, Digga, das ist Sarkasmus. Hallo! Der Elefant im Raum, das ist unangenehm. Komm, lass weitermachen. Ja, Philipp, wir machen einfach bei dir weiter. Sorry, Mann, übrigens. Wir machen einfach bei dir weiter, Philipp. Kein Druck jetzt, Philipp. Ne? Du weißt ja, Linda ist nur ein Punkt hinter dir, aber überhaupt kein Druck. Alles wenn gut, du, ich teile mir auch gerne den ersten Platz mit Linda, ist auch kein Problem. Ja, klar. Philipp, wie heißt Taylor Swifts aktuelle Tour? Der Swifty. Das ist die. Ich habe noch nichts gesagt, Henke. Nee, ist mir scheißegal. Ich habe noch nicht mal ausgewählt, ob ich cheaten möchte oder nicht. Ich könnte mich jetzt einfach reinreiten und falsch beantworten, theoretisch, dann kriegst du einen Minuspunkt. Na, und du aber auch. Und da ist dein Ego zu groß für. Oh, aber sag das nicht zu laut. Da sind drei Minuspunkte. So, ich drücke jetzt und entscheide mich, weil ich es ganz genau weiß. Es ist die Eras Tour. Sing mal irgendeinen Taylor Swift. Könnte schon gedrückt haben und hat jetzt nochmal so getan, als würde er jetzt. Ich kann dir sogar mit Gitarre einen vorspielen, wenn du möchtest. Welchen? Love Story. Love Story ist Common Sense, dass das ein Hit ist. Das kann jeder. Ja, ist auch ein Banger. Hast recht. Ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, dass alle Fragen genau gleich schwer sind. Mann! Philly, möchtest du sagen, woher du das weißt? So, wo kommst du das Wissen her? Taylor, die ist allgegenwärtig. Hat jetzt auch in München da das Ding ausverkauft mit dem Park da. Da waren ja nochmal 80.000 Leute im Park, ne? Philly, die verkauft alles aus. Philly, ja, was ist deine Lieblings-Taylor-Era? Was meinst du mit Era? Na, nee, der weiß das nicht. Bist du ein Swifty? Bist du ein Swifty? Ja, ich bin Swifty. Das Ding ist, ich bin bei dir, Henke. Ich bin bei dir, Henke. Aber ich glaube, du kannst den Titel der Tour, Eras Tour, kannst du auch in so einem Artikel lesen, wo steht, yo, Taylor Swift, München waren ganz viele Leute auf so einem Berg drauf. Wegen der Eras Tour. Ja, aber das ist immer so bei diesem großen. In München, dieser Berg, da sind sie immer, wenn irgend so ein Popstar ankommt. Und das war auf TikTok. Das war bei Harry Styles genauso. Ich muss mir gerade vorstellen, wie Kutschi morgens auf seinen Balkon geht mit so einer Zeitung und so. Nee, bei der Eras Tour von Taylor Swift ist was passiert? Alle auf dem Berg? Das kann ja nicht sein.
Ich glaube, dass viele das scheißegal ist. Ich nehme mich auch. Ich finde, Taylor Swift macht auch ein paar Banger. Also. Ja, natürlich. Aber das heißt ja nicht, wie die Tour heißt. Aber das kann man schon mitbekommen haben jetzt. Vor allem, dass man sich auch sicher ist, weil er will ja jetzt gegen Basu gewinnen. Ist er jetzt wirklich, geht er jetzt wirklich auf den Risk, es vielleicht zu wissen und vielleicht falsch zu sein und einen Minuspunkt zu bekommen und gegen Basu zu verlieren, wenn er schon im Voraus ist? Oder geht er auf Nummer sicher? Aber dafür müsste Basu auch draufdrücken. Das ist natürlich jetzt die Frage, die ihr herausfinden müsstet. Wir loggen das mal ein in 3, 2, 1. Aerostore kann man wissen. Ich glaube auch, das hat man gehört so in letzter Zeit. Das war auch eine Trigger-Disziplin von dir, Linda, weil eigentlich musst du ja jetzt draufdrücken, damit du bekommst. Linda kann auch durch mich gewinnen, ne? Also aber Aerostore, richtig, hat man vielleicht schon mal gehört. Weiß ja, ob es Philipp gehört hat und wenn er sich daran erinnert hat. Und das löse ich einfach auf, indem ich dir sage, dass du noch eine Auswahl treffen musst, Philipp. Weil du nicht gecheatet hast, du hast nicht den Knopf gedrückt. Du hast es nicht erwischt. Stimmt, ich habe gesagt, ich drücke jetzt, hab dann vergessen zu drücken. Richtig, du hast daneben gedrückt anscheinend. Ja, Philipp hat nicht gedrückt. Er hat nicht gecheatet, er wusste das. Einfach neben die Maus. Wie fühlst du dich jetzt, Henke? Ich habe die letzten Tage mich so oft drüber gewundert, wie die auf einmal so riesig geworden ist. Ich verstehe das nicht. Ich fühle mich leer, ich fühle mich schlecht. Die war schon innerlich so tot. Oh. Nein, 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 die kommt auf einmal aus dem Nichts. Früher war die so bei Schlag den Raab und sowas mit Elton, Alter. Und jetzt auf einmal, weißt du? Hast du es gegen Elton? Mit Elton? Nein. Elton ist voller Moderator. Ah. Ja. Ja. So. Supi. Ja. Der Beste, würde ich fast sagen. Nach Chris. Richtig. Da fühlen sich jetzt deswegen drei andere Moderatoren in dieser Gruppe sehr angegriffen. Ich nehme das Achso. Ihr seid auch tolle Moderatoren, aber kommt ihr nicht ran, tut mir leid. Aber wann habt ihr denn das letzte Mal was moderiert? Dokumi. Gut. War nur Spaß. Ja. Du bist da das Schlusslichtbad, du kriegst die letzte Frage. Ey, ich hab die Entscheidung, ne? Ob Linda oder Philly gewinnt. Ja, das haben die selber in der Hand. Ja, eigentlich ich habe ich die. Ich muss einfach nur das machen, was Linda auch macht, aber das wäre ja langweilig. Gebrauchter Abend, wirklich. Jetzt mach mal eine richtige Schauspielleistung, damit er nochmal richtig spannend wird bei dir. Eine Schauspielfrage tatsächlich. Durch welche Serie wurde Schauspielerin Millie Bobby Brown bekannt? Ja, Bruder. Also. Ja, Bruder. Also. Da weißt du ja, da bin ich ganz ehrlich. Ich hab mich entschieden. Ich dachte, du weißt das nicht. Ich hab mich entschieden. Ist jetzt die Frage, ob Millie Bobby Brown eher als Bobby oder als Millie bekannt ist. Was? Okay, du versuchst gerade so weird, das zu einer Lüge zu machen. Nee, ich kenne Millie Bobby Brown aus den Drake, das ist von Kendrick. Das ist, weil Kendrick mit der geschrieben hat, wo die noch sehr jung war und krasser Star war in der Serie. Ja, Drake hat mit der geschrieben. Meine ich ja. Was habe ich gesagt? Kendrick. Nee, Kendrick hat das publik gemacht mit Drake und so. Und dann ist das alles hochgekommen, ja. Also, es ist Bart Stranger Things. Bart weiß auf jeden Fall, wer das ist. So, und gefühlt, ich weiß nicht mal, was die alles noch so anderes gemacht hat, der weiß das, safe. Die hat in Damsel mitgespielt, das ist dieser Netflix-Film, wo die Drachen... Mit dem Drachen, ne? Ja, den habe ich auch geguckt. Das kam auch vor kurzem erst, ne? Richtig, das kam vor kurzem erst. Dazu gab es auch ein Buch, tatsächlich ist das Buch aber auf dem Film begründet. Also es gab nicht erst das Buch und dann den Film, sondern erst den Film und dann das Buch. Der doch bei Enola Holmes mitgespielt. Ja, stimmt. Ja, Bobby. Also dadurch, dass Bart weiß, wer es ist, weil er diese Drake-Sache da gesagt hat, denke ich auch, dass er das auf Stranger Things zurückverfolgen kann. Ja, Stranger Things ist so groß, das hat jeder mitbekommen, jeder hat irgendwas von Millie Bobby Brown gehört. Ich habe nicht gesehen, ich habe Black Mirror nicht gesehen, ich habe Breaking Bad nie zu Ende geguckt. Ja, aber du wusstest, wer Millie Bobby Brown ist, so. Und dann das stimmt. Mac Miller das ist erst am Ende, Black Mirror, Mac Miller sag ich, hätte ich auch gesagt. Black Mirror ist erst am Ende richtig scheiße, finde ich. Endscheiße Staffel. Alles scheiße? Nee, Mach mir einfach nur Angst, die Scheiße. Will ich du bist, du bist scheiße, Kutscher, sorry. Mann, okay, Mr. Hab mich kurz... Okay, jetzt wird's krass, ja? Also, Stranger Things. Gut, auf ein Gamescom küssen wir nicht. Stranger Things. Ja. Philipp ist der Einzige, der sagt, du hast gecheatet. Der Rest glaubt dir, das lock ich einmal ein. Millie Bobby Brown. Warum glaubst du, ich hab gescheatet? Ich wollte es einfach nochmal abspeisen jetzt am Ende, tatsächlich. Dann herzlichen Glückwunsch. Ist auf jeden Fall richtig. Ja? Dann herzlichen Glückwunsch, sagt er. Bart, Stranger Things. Du bist großer Fan, richtig? Ich mochte vor allen Dingen in der letzten Staffel, wo Eddie auf diesem Wagen drauf stand und diesen Song gespielt hat. Das sagt mir jetzt gar nichts, aber nicht gecheatet. Mist. Mann, Philipp, Mensch, du verlierst einen Punkt. Und damit sind wir durch.
Ne? Ja. Das war die letzte Frage. Das heißt, wir haben einen Endstand nach 4 Runden gleich schwerer Fragen, die alle gleich schwer waren. Die waren alle gleich schwer. Mann, aber es ist echt schwierig. Versucht ihr das mal. Ich muss mir Fragen ausdenken, aus den Fingern saugen. Die alle gleich schwer. Was machst du nochmal mit den Fragen? Wo ist aus den Fingern saugen. Und was war das nochmal für ein Geräusch gerade? Damit schönen Abend, liebe Freunde. Könnt ihr bitte nochmal so nur... um den ersten Platz so Schere, Stein, Papier spielen? Nee. Es gibt, Henke, es gibt so ich viele Flavors. Ich teile mir den Feuer gerne, den ersten Platz. Können wir bitte ausmachen? So kann ich, darf ich bitte gehen? Aber warum? Nee, ich muss jetzt erst nur ankündigen, wer auf dem letzten letzter Platz ist. Okay? Henke, auf dem letzten Platz. Mir. Nach 2 Stunden, wer lügt hier? Mit einem Punkt nach 2 Stunden Spielzeit. Henke! Danke, danke schön, danke schön. Ich erlebe noch einen der smartesten Menschen keine in dieser Lobby. Minuspunkte. Dicht gefolgt von, und da muss man... Aber immer noch über ihm. Immer noch über so ihm, hoch, dicht denke. Gefolgt. Mit 2 Punkten, Wähler. Klatsche jetzt einmal bei allen. Ja. Stark. Auf dem drittletzten Platz, oder viertersten Platz, weiß nicht, wie ich es sagen soll, ist mit 3 Punkten Bart. Super Bart. Stark. Hey. Aber dass ihr euch nicht an Eddie erinnern könnt in der dritten Staffel, wie er Master of Puppets gespielt hat, ja, da bin ich enttäuscht. Ja, ich hab doch gerade gesagt, I'm upside down. Auf dem dritten Platz mit 4 Punkten, Kalle. Ey. Schön sich selbst beneißen. Und auf einem geteilten ersten Platz mit 5 Punkten, einmal Baso und einmal Philipp. Chapeau. Und ja. Wollt ihr Schnick, Schnack, Schnuck machen oder wollt ihr einfach den hier? Man kann auch mal 2 Sieger einfach nehmen. So ja, schön. Einfach 2 Sieger. Weichei. Tut mir sehr leid, dass. Nee, eigentlich tut es mir gar nicht leid. Ich fand's voll lustig. Fragen sind manchmal einfach unterschiedlich schwer, weil ich setze mir nicht 12 Stunden und suche die besten Fragen für raus. Ich glaube, alles in allem waren die ausgeglichen. Ja, aber sehr cool. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn nein, du jetzt gebrochen nein, bist. Nein, ja, nein, das hat keinen Spaß gemacht. Doch. Henke, willst du beim nächsten Mal Fake oder Fakt mitspielen? Das ist auch lustig. Können wir bitte wieder was Normales, Lustiges quizzen? Ja, können wir beim nächsten Mal. Damit mir alle Leute wieder sagen können, wie schlau ich bin. Ja, klar. Bist auch Dankeschön. So schlau, Henke. Ich schreib dir. Wer lügt hier, ist die Frage, die sie stellt. Wer die Lügner entlarvt, ist auf 2 Stunden der Held. Die Fragen sind total ausgeglichen. Und keiner frechen Frage wird ausgewichen. Wer lügt, hier heißt das Spiel. Und davon bekomm ich nie zu viel. Zu viel. Wer lügt, hier ist die Frage, die sie stellt. Wer die Lügner entlarvt, ist nach 2 Stunden der Held. Die Fragen sind total ausgeglichen. Und keiner frechen Frage wird ausgewichen. Wer lügt, hier heißt das Spiel. Und davon bekomme ich nie zu viel.